Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Wo soll ich anfangen? You know, I remember Christopher had been to my place many times. Also, ich bin schon öfter bei ihm gewesen. And he used to ask me one time when I before I went up to preach, he was in a camp. Und bei einem Camp Meeting haben wir mal gesprochen, bevor es zur Predigt ging. Just few minutes before I come out, he said, "Are you nervous?" Und dann habe ich ihn gefragt, wenige Minuten bevor er dann sprechen sollte, bist du nervös? And I look at him and he say, "If you're not nervous, there's a problem." Und er hat mich angeschaut, ich habe ihm gesagt, wenn du nicht nervös bist, gibt's ein Problem. So just now when I came out from his house, he looked at me, "Are you ready?" Und als wir gerade aus dem Haus gekommen sind, habe ich ihn angeschaut, gefragt, bist du bereit? I said, "I have a little bit of nervousness." Und ich habe gesagt, ich bin ein bisschen nervös. So that's a good sign. Also, das ist ein gutes Zeichen. Anyway, also auf jeden Fall. The first time when I heard about Germany, it was like 40 years ago. Vor 40 Jahren habe ich zum ersten Mal was von Deutschland gehört. When I was 8 years old, my brother came here. Als ich 8 Jahre alt war, ist mein Bruder hierher gekommen. I have 9 brothers. Ich habe 9 Brüder. My third brother came when I was 8 years old. Mein dritter Bruder kam hierher, als ich 8 Jahre alt war. He heard that Germany education are free. Er hat gehört, dass man in Deutschland frei studieren kann. So he came here to study. Also kam er hierher, um zu studieren. And he married a German's wife. Und er hat eine deutsche Frau geheiratet. So I have 4 nephews are half Germans. Also ich habe 4 halb deutsch, halb malaysische Neffen. They all live here. Die leben alle hier in Deutschland. And I have an elder sister, daughter, which is my nephew. They also marry a German. Und ich habe eine ältere Schwester, her daughter. My elder sister daughter marry a German. Ja, und auch meine, also die Tochter meiner älteren Schwester hat auch einen Deutschen geheiratet. And I, my ministry, I have Ronnie, they came to stay with us for some time. Also der Ronnie war bei uns auch eine Zeit lang in unserem Missionswerk. I have Jennifer, they came. Und die Jenny war hier bei mir. So I always thinking, when will be the first time I will enter Germany? Also habe ich gesagt, wann werde ich zum ersten Mal so in Deutschland dann aktiv sein? I've been wishing Chris will invite me. Ich habe immer mir gewünscht, dass Christopher mich mal, also dass ich ihn mal einlade. But I did not say anything, you know. Aber ich habe mir das auf den besten Moment aufgespart. But one time I pick up my car and I say, "Chris, when are you going to invite me?" Und vor einiger Zeit hat er mich mal gefragt, ja, wann lädst du mich denn ein? So he decided to make my wish come true. Also haben wir versucht, das möglich zu machen. But this is not my first time. Aber es ist das erste Mal. Last month I came to Germany. Vor einem Monat war ich gerade in Deutschland. God gave me opportunities. Someone sponsored me and my wife to join a Reformation trip. Jemand hat mir und meiner Frau das die Möglichkeit gegeben, dass wir eine Reformationstour machen konnten. So we spent 1 week, our last week in Germany. Also haben wir da eine ganze, die letzte Woche dieser Reformationstour in Deutschland verbracht. So it was very nice. Das war total toll. So, now I'm finally come to Christopher Church. Jetzt bin ich jetzt endlich mal hier in dieser Gemeinde. And he have told me who have stand here to preach before. Er hat mir schon erzählt, wer schon mal hier bei diesen Erweckungswochenenden gepredigt hat. And when I hear all the speakers that come by, I say I'm in trouble. Und als ich gehört habe, welche Sprecher schon alle hier mal gewesen sind, habe ich gesagt, oh, da jetzt habe ich ein Problem. You have just about all the best speaker coming here. Jetzt habe ich den ganzen besten Sprecher hier gehabt. And I told Chris, I say, I hope you will not be disappointed. Und ich habe gesagt, oh, ich hoffe, dass ihr jetzt nicht enttäuscht sein werdet. But I thank God, this time I have this time to share with you. Aber ich danke Gott, dass ich jetzt diese Möglichkeit habe, mit euch etwas zu teilen. I'm not a theologian, I'm not a preacher. Ich bin kein Theologe, ich bin kein Prediger. I just share my experience with God. Ich erzähle einfach meine Erfahrung mit Gott. All right. And before we start, let's just have a word of prayer. Bevor wir anfangen, lass uns kurz beten. Our Father in heaven. Unser Vater im Himmel. I'm thankful that we can be together talking about you. Ich bin so dankbar, dass wir hier zusammen sein können und über dich reden können. Help us to know you better. Hilf uns, dass wir dich besser kennenlernen. I pray for your presence to be with us. Ich bitte, dass du gegenwärtig bist. Empower us. Und gib uns Kraft und Vollmacht. In Jesus' name I pray. Wir beten im Namen Jesu. Amen. Amen. If you have your Bible, wenn ihr eure Bibel dabei habt, turn to the book of First King. Schaut mal mit mir zu 1. König. First King chapter 3. 1. König Kapitel 3. It was a story talking about King Solomon. Es ist eine Geschichte über den König Salomo. The Bible told us
Die Bibel sagt uns in Vers 5. In Vers 5. 1. King chapter 3 verse 5 say, 1. Könige 3 Vers 5 sagt: In Gibeon the Lord appeared to Solomon in a dream by night. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo bei Nacht im Traum. And God said to Solomon, und Gott sprach: Ask what I shall give you. Bitte, was ich dir geben soll. Is there wonderful things happening to Solomon? Ist es nicht wunderbare Dinge, die hier dem Salomo passieren? If tonight, wenn heute Abend God appear at night, Gott heute hier scheinen würde and tell you, und er dir in der Nacht sagen würde, what do you want? Was möchtest du? What will you ask? Was würdest du fragen? From childhood, I am not a studious person. I always read comics. Also ich war jetzt nicht besonders, wie soll man sagen? Also ich habe mich nicht so sehr für hohe Literatur interessiert. Ich habe mehr so Comics gelesen von der Kindheit an. I always imagine unreal things. Ich habe mir immer so unreale Dinge vorgestellt. I always love all these superhero characters. Ich habe immer diese Superhelden geliebt. I mean, if today I'm a young man, today I look at what is happening with the comics and the movie. Puh. Also wenn wir heute anschauen, was heute so in den Comics, far more than 40 years ago, man. Wenn ich mir heute anschaue, was in den Comics und den Filmen so gezeigt wird, ist noch weitaus mehr als das, was vor 40 Jahren war. You only got Superman, you know, you only, I don't know where the Spider-Man came. I don't know, but it was just few heroes. Also you know? Damals gab es noch ganz wenig Helden in Superman. Ich weiß noch, ob es den Spider-Man damals gab, aber naja. I would imagine myself to be heroes in my dream. Also in meinen Träumen habe ich mir vorgestellt, dass ich so ein Held bin. I don't know where you heard about this kind of Arabic fairy tales talking about a spirit that dwell in a pot. Also ich habe vielleicht schon von diesem arabischen Märchen gehört, wo so ein Djinn in so einer, wie sagt man? And someone in einer Öllampe, danke schön, in einer Öllampe gewesen ist und da herauskommt. Ölflasche? Der Flaschengeist, ja genau. And you rub it and spirit come out, right? Und da kommt so ein Geist heraus. And they say, Master, what do you want? Meister, was willst du haben? Right? Huh? And whatever you say, you appear. Und was immer dann man sagt, das wird erscheinen. I used to remember, I always imagine, wow, if I found something like this, what would I ask? Ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich sowas finden würde, was würde ich fragen? And when I become a Christian, I saw this, I say, what? Und als ich Christ wurde und das hier gelesen habe, ich dachte, was? God asked Solomon, what do you want? Und der Gott fragt den Salomo, was willst du haben? I was like, man. Ich habe gedacht, Mensch. Can this be real? Ist das wahr? You know, I used to imagine so many things. But whenever I come out from my dream, my imagination, I was very sad. Because it's not real. Aber immer wenn ich so mir in meiner Vorstellungskraft diese Träume vorgestellt habe und da rauskam, dann war ich sehr traurig, weil es ja nie real war. And when I read the Bible, und wenn ich die Bibel las, there's so many supernatural stories. Da waren so viele übernatürlichen Geschichten. How Moses opened the Red Sea. Wie Mose das Rote Meer geöffnet hat. How Moses threw the rod and became snake, right? Wie Mose den Stab hingeworfen hat und es wurde eine Schlange. And all the so-called crazy story in the Bible. Und all diese sogenannten verrückten Geschichten in der Bibel. At first I was taken back. Erst war ich ein bisschen so zurückhaltend. I thought this is just imagination. Ich habe gedacht, das ist nur Einbildungskraft, also Einbildung. But it slowly dawned on me, it's real. Aber es ist wahr, es ist real. And I said, whoa, when I read this, right? Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, I said, God, ich habe gesagt, Gott, I'm not Solomon. Ich habe gesagt, ich bin nicht Salomo. Will you ask me what I want? Wirst du mich fragen, was ich möchte? I'm David Pham. Ich bin David Pham. Saw Ping. Yeah, right? Just now ask me my name. Also, das ist mein wahrer Name. I said, God. Also, ich habe gesagt, Gott. I wish I'm Solomon. Ich wünschte, ich wäre Solomon. Also, Salomo. Will you appear at night? Wirst du mir in der Nacht erscheinen? And tell me. Und mir sagen? What do I want? Was willst du haben? But you know what? Wisst ihr was? When Jesus was in this earth, als Jesus auf der Erde war, he tell people, hat er Menschen gesagt, ask and ye shall be given unto you. Bitte und es wird euch gegeben werden. Seek and ye shall find.
Sucht und ihr werdet finden. Knock, it shall be open unto you. Klopf an und es wird euch geöffnet. This is even more crazy. Das ist ja noch verrückter. Ask, give to you, seek, you find, knock, you open. Also, bitte und es wird dir gegeben. Suche und du wirst finden. Klopfe an, es wird dir aufgetan. Whatsoever you ask, I will give to you. Was du immer bittest, das werde ich dir geben. Why? Say, this is too much. Ich habe gesagt, das ist zu viel. No, I've been a Christian for the past. When I was 16, I baptized. Als ich 16 wurde, bin ich getauft worden. Also, ich bin schon ein bisschen Christ. I'm 48 years old. Also, ich bin jetzt 48. One time I look back on the past. Of all these 30 over years of I accepted Christ, I look back, what have I asked that the Lord did not give me? Ich habe irgendwann mal über die letzten so mehr als 30 Jahre zurückgeschaut und mich gefragt, was habe ich eigentlich alles den Herrn gebeten, was er mir nicht gegeben hat? To my great surprise, everything I asked, God gave it to me. Und zu meiner wirklich großen Überraschung, alles, was ich in diesen Jahren gebeten habe, hat er mir gegeben. There's no one that went into emptiness. Da ist There's one? There's not even one that God did not answer. Da war nicht eine Sache, die Gott nicht irgendwann beantwortet hat. I cannot find anyone. Ich konnte nichts finden. Of course, some take 15 years. Also manches hat 15 Jahre gedauert. Because God knows the timing, right? Weil Gott die genaue Zeit kennt. Some just immediately. Some manches war ziemlich schnell. Month, manches hat einen Monat gedauert. But everything God gave to me. Aber alles hat er mir am Ende gegeben. Is that wonderful? Ist das nicht wunderbar? I can testify that. Also das kann ich bezeugen. You know, wisst ihr? I have never imagined myself today is 48 years old. Ich habe mir niemals vorgestellt, dass ich mal 48 werde. When I was young, als ich jung war, I look at people at 40, 45 years old, I think they are gone. Also da habe ich Leute mir angeschaut, die 40 oder 45 waren, ich dachte schon, die sind jetzt übers Alter hinaus. Yes or no? Ja. 48 years old. Jetzt bin ich 48. I thought when I was 20 over years old, Jesus would come at my, when I'm 30, when I'm, you know. Also als ich so um die 20 war, habe ich gedacht, wenn ich 30 bin, Jesus kommt auf jeden Fall vor wieder. Then I went into 40. Dann wurde ich so um die 40. Now I'm looking at 50 coming. Jetzt fokussiere ich schon die 50 an. I had never imagined I go so far. Ich habe mir niemals vorgestellt, so weit zu kommen. I look at my wife. Ich schaue mir meine Frau an. I say, dear, it's about time we plan for retirement. Und wir reden schon über den Ruhestand. We never know that we need retirement plan. Wir haben uns niemals vorgestellt, dass wir einen Ruhestandsplan brauchen. You know? Wisst ihr? No young people think that they will get old. Do you know that? Junge Menschen denken nie, dass sie alt werden. Wisst ihr das? This never come to their brain, you know? Das kommt ihnen gar nicht Because ins Gehirn rein. Because I've been there, you've all been there, right? Also das habt ihr doch alle erlebt, oder? And as we come closer to our 70, you know, the Bible says God give us 70 years of life. Also wenn wir dann so langsam auf die 70 zusteuern, ihr wisst, der Bibel sagt uns, wir kriegen von Gott 70 Jahre. You get more scared, you know. Da wird man richtig ängstlich. Of course, some people live up to 90. Also manche werden sogar 90, nicht wahr? These are all bonuses. Das ist extra sozusagen Bonus. But if you think about the strength, the value, you can really use your energy is about maximum up to 70. Ja, also die wirklich so die Kraft, die man im Leben so hat, die reicht meistens so, wenn es um die 70 ist oder so. I start to interview a lot of people at 50, 55, 60, 65. I say, how's your energy right now? Und ich habe viele so interviewt, die so 50, 55, 60, 65 waren, habe sie gefragt, wie ist eure Energie noch? I feel awesome. I want to imagine myself when I reach there, how will I become? Ich wollte mir vorstellen, wie werde ich dann sein, wenn ich mal so alt bin? You know what? Wisst ihr was? Ecclesiastes chapter 12 verse 1 says. In Prediger Kapitel 12 Vers 1. The Bible say in Ecclesiastes chapter 12 verse 1. In Prediger 12 und dort Vers 1 sagt die Bibel. Remember now thy creator in the days of thy youth. Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. While the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them anymore. Ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Solomon say, look. Salomo hat gesagt, schau. You'll be wise to give your youth to God. Es ist weise, seine Jugend Gott zu geben. Don't wait when you spend all your energies to the world and you're old, then you say,
What can I do for God now? Warte nicht, bis du alle deine Energie für die Welt verschwendet hast und dann alt bist und sagst, oh, was kann ich jetzt noch für den Herrn tun? When there's no pleasure anymore. Wenn es gar keine Freude mehr richtig gibt. I start to have more problem with my tooth now. Also ich fange jetzt an, mehr Probleme mit meinen Zähnen zu haben. One day my tooth will start drop out. Irgendwann werden meine Zähne ausfallen. I will not have so much pleasure eating food anymore. Und es wird mir nicht mehr so viel Freude machen zu essen. Is that true? Ist das wahr? I don't know. Some people they told me when they wear the third ones. They don't enjoy food so much anymore. Also Leute haben mir gesagt, wenn sie so künstliche Zähne haben, dann macht ihnen das Essen nicht mehr ganz so viel Freude. Now I can run a marathon. Jetzt kann ich einen Marathon laufen. But the day will come when I walk with a stick. Aber der Tag wird kommen, wo ich mit einem Stock laufen werde. If Jesus don't come back, also wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. I wish. But anyway, God said, don't wait until then. Then you think, what can I do for God? Also die Bibel sagt, warte nicht bis irgendwann, du dann mal sagen wirst, was kann ich für Gott tun? You know what? Wisst ihr was? There's one thing I'm so thankful. Es gibt eine Sache, für die ich so dankbar bin. All my youth, meine, I've given to God. Ich habe meine ganze Jugend Gott gegeben. That is the greatest blessing I can ever have. Das war der größte Segen, den ich jemals gehabt habe. There's quite a bit of elderly people here. Es gibt einige ältere Leute hier. I'm not trying to make anyone feel bad, okay? Also ich möchte niemanden, dass sich jemand schlecht fühlt. But I'm just trying to tell the truth. Ich möchte nur die Wahrheit sagen. But God knows. Aber Gott weiß. I realize one thing will happen when we go back to heaven. Ich weiß, es gibt eine Sache passieren, wenn wir in den Himmel kommen. And we look back. Und wir schauen zurück. The 70 years of life in this earth. Die 70 oder so viele Jahre unseres Lebens. I believe there will be many saints who will say this. Und ich denke, viele werden dann sagen, I should have done it. Ich hätte es. I should have done it. Mean that I should have go and do something. Ich hätte da was tun sollen. Ich hätte was machen sollen. Do you know God had ever impressed His people many, many times? Wisst ihr, Gott hat sein Volk. If you are a Christian, if you are a follower of Christ. Wenn ihr Christen, wenn ihr Nachfolger Christi seid, Gott hat sein Volk oft beeindruckt. But this is our decisions. We got to make the decisions. Aber es ist unsere Entscheidung. Wir müssen eine Entscheidung fällen. Whether the world or yourself, the world or God. Also es ist entweder die Welt oder Gott. And many people will regret. Und viele Menschen werden es bedauern. You know, 70 years is a very short time. 70 Jahre sind eine kurze Zeit. As you come closer to 70. Also wenn man immer näher den 70 heran. Time seems to run so fast. Kann man nicht mehr so schnell rennen. Also die Zeit rennt so schnell. Sorry. When you're 17, 18, 20, 25, 30, you don't find the time is very fast. Wenn man 20, 25, 30 ist, hat man nicht den Eindruck, dass die Zeit sehr schnell vergeht. But after you go past 35, aber wenn, nach 35, you seem like the time is getting very fast. Hat's den Eindruck, dass die Zeit immer schneller vorangeht. And reach 40, 45, 50, I don't know, I haven't reached 50. Also wenn man so 40, 45 wird, vielleicht schon fast 50. I think the time will get faster and faster. Ich glaube, die Zeit wird immer schneller gehen. But you know what? Wisst ihr was? God can use us in every age. Gott kann uns in jedem Alter gebrauchen. God can use if we are 70. Gott kann uns gebrauchen, wenn wir 70 sind. But in different way. Aber auf eine andere Art und Weise. But God need youth. Aber Gott braucht Jugendliche. God need people that have power, people that have strength. Er braucht Menschen, die auch Kraft und die ja, Kraft haben. You know, if not because of the grace of God. Wenn es nicht wegen der Gnade Gottes wäre, I would never have a chance to serve God. Hätte ich niemals eine Möglichkeit, Gott zu dienen. I was an outcast. Ich war wirklich ein Verworfener. I have 8 brothers and 2 sisters. Ich habe 8 Brüder und 2 Schwestern. I'm the youngest. Ich bin der Jüngste. The 11. Der Elfte. When my eldest sister-in-law, als meine älteste Schwägerin, went to hospital to give birth. Ein Kind geben, also zur Welt bringen wollte im Krankenhaus. My mother go together and give birth. Dann war auch meine Mutter dabei und hat ebenfalls ein Kind bekommen. When my elder sister go and give birth. Als meine älteste Schwester ein Kind bekommen hat. My mother go together and give birth too. Hat meine Mutter auch ein Kind bekommen. In other words,
When I was born, anderen Worten, als ich geboren wurde, I was born an uncle. Wurde ich als Onkel geboren. My nephew are older than me. Mein Neffe war älter als, ist älter als ich. I went to school with my nephew. Ich bin mit meinem Neffen zur Schule gegangen. I have in the same class with my nephew. Ich war in derselben Klasse mit meinem Neffen. My brother's son, same class with me. Also der Sohn meines Bruders, wir waren in derselben Klasse. Some are older than me. Einige waren älter als ich. Today I'm 48 years old. I'm not only a grand uncle. Also heute bin ich 48, bin ich nur ein Großonkel. I'm not only a great grand uncle. Bin ich nur ein Großgroßonkel. I'm a great 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 uncle. Ich bin mittlerweile ein Großgroßgroßonkel mit 48. If time permit, I will be I don't know what. Also wenn es noch so weitergeht, weiß ich gar nicht, wie man es nennen soll. Abraham will be jealous of me. Abraham wird eifersüchtig auf mich sein. So I was in this big family. Also ich war in dieser großen Familie. I don't grow up with my brothers and sisters. I grow up together with my nephew. Ich bin also nicht mit meinen Brüdern und Schwestern aufgewachsen, sondern mit meinen Neffen. How many of you have experienced growing up with your nephew and not your brother and sister? Wer von euch hat das erlebt, mit den Neffen aufzuwachsen, nicht mit Brüdern und Schwestern? You too. Yeah. Wow. Sehr gut. Maybe Germans are different than Chinese, okay? Also sind Deutsche anders als die Chinesen. You know, when you grow up with your nephew and nieces. Also wenn du mit deinen Neffen und Nichten aufwächst. There are at least two things. Da gibt's zwei Dinge. First, erstens, your nephew and nieces will try to bully you as much as they can. Sie werden immer versuchen, dich irgendwie so schlecht zu behandeln, yeah, so viel sie können. In physical, they are bigger than you. Denn sie sind dann vielleicht sogar stärker als du. And in status, they are lower than you. Aber sie, im Status sind sie eigentlich geringer als du. So they have chance to bully uncle, you know? Also haben sie die Möglichkeit, ihren Onkel mal eigentlich eins mitzugeben. So I fight all the way. Also habe ich immer nephews. Nur gekämpft. Second, zweitens, sometimes when my father look at me. Wenn mein Vater mich mal angeschaut hat, he got confused. Ist er ein bisschen verwirrt gewesen. Are you son or your grandson? Bist du jetzt mein Sohn oder mein Enkel? I am serious. Sometimes I look at my father, I don't know if you're my grandfather or my father. Ich war auch immer unklar, bist du jetzt mein Vater oder mein Großvater? I'm very serious, man. Also, ich meine das ganz exactly ernst. What happened. Das, so war das. When my father and mother passed away, als mein Vater und meine Mutter gestorben sind, we have more than close to 80. He have more than 80 children, grandchildren and great grandchildren. Da hatten sie mehr als 80 Kinder, Enkel und Urenkel. So my father, my parents do not know how we grow up. Also meine Eltern wussten gar nicht richtig, wie ich aufgewachsen bin. They just make sure there's food on the table. Sie haben einfach dafür gesorgt, dass es Essen auf dem Tisch gab. Und das war ungefähr alles. So when I was growing up, I lack of love. Also hatte ich echt einen Mangel an Liebe, als ich I tried to want to be close with my brother, but they all reject me. Ich wollte mal bei meinen Brüdern sein, aber die haben mich abgelehnt. I'm too young. Ich war zu jung. So I was very lonely. Ich war ziemlich einsam. So the only thing I enjoyed during those days was eating. Das einzige, was ich mochte, war essen. So I ate a lot. Also habe ich viel gegessen. You know, I eat a lot of pork. Chinese love pork. Also wir haben viel Schweinefleisch gegessen. Die Chinesen, die lieben Schweinefleisch. So viel Schweinefleisch. Especially the belly pork. The belly. Also the belly. Also the belly pork. Das Bauchfett. Bauchfett steckt. Have you seen the belly pork? You have fat and lean meat and fat and lean meat. You know. Also dieses ganze Fett da. Also Rippen. Ja. Ich esse das nicht so oft. We deep fry them. We use oil to fry them. Und dann werden die frittiert im Öl. Oh, I love that. Ah, das habe ich geliebt. And some of our family members, they don't know how to eat the fat. They don't like the fat. They will peel the fat. Und einige meiner Familienmitglieder, die mochten das Fett nicht. Die haben das immer weggemacht. I will take a bowl and collect all the fat. Ich habe dann so eine Schale genommen, das ganze Fett aufgesammelt. And one meal I can collect a big bowl of fat. Und einmal war für mich so eine ganze volle Schüssel mit Fett. And I just finish it. Ich hab das alles aufgegessen. You see, my mother have to cook for at least 40 to 50 people every day. Meine Mutter musste jeden Tag so für 40 bis 50 Leute kochen. So cook a lot of food. Sie hat viel Essen gekocht. Yeah, that's why my mother had migraine headache almost every day. So wait, what? Migraine headache. She always had headache every day. Ah, sie hatte jeden Tag Kopfschmerzen. Als ich 7 Jahre alt war, I can take fish this size, about 7 fishes. Habe ich ungefähr 7 Fische dieser Größe gegessen. I eat and eat when I go to school. Ich habe gegessen und gegessen, als ich zur Schule ging. In the classroom there's about 45 students. Im Klassenraum waren so 40 bis 50 Studenten. I would also pick up the last chair. Hab den letzten Stuhl genommen. And there's a drawer. Und da war dann so eine Schublade drunter. Inside my drawer is all food. Und in der Schublade war alles voller Essen.
I got my noodle, I got my chicken rice. Also hatte ich die Nudeln, den Hühnerreis. I have my dessert. Den Nachtisch. I put a book in front of me as big as I can. Habe ein großes Buch vor mir aufgestellt. As soon as the teacher turned, I would start eating. Und als der Lehrer sich umgedreht hat, habe ich einfach angefangen zu essen. I ate so much. Ich habe so viel gegessen. I was so fat. Ich wurde so fett. When I stand up, I couldn't even see my toes. Als ich stand, konnte ich meine Zehen nicht sehen. They call me watermelon. Sie haben mich Wassermelone genannt. They gave me all kind of name. Sie haben mich mit allen möglichen Spottnamen belegt. And there's another worst thing. I don't know how to study. Und was noch schlimmer war, ich wusste nicht, wie man lernt. Nobody cared about my education. I just, you know, I don't know how to study. Niemand hat sich um meine Bildung gekümmert. Ich wusste einfach nicht, wie man lernt. I remember when I received my report card. Ich weiß noch, als ich mein Zeugnis bekommen habe. You know, this man is very smart, you know. Today we go and take his report card. And he got A. And the wife hug and kiss him, you know what I'm saying? Me, I took my report card. Also, als wenn ich mein Zeugnis bekommen habe. You didn't translate that one, huh? No, I didn't. So, I took my report card, I looked, it was all red in color. Also, wenn ich mein Zeugnis gesehen habe, war alles rot. You know, when you put, the teacher put red, it's not pass. Also ihr wisst, wenn der Lehrer überall rot macht, blue, dann, then you'll pass, you dann ist also in Malaysia so, wenn du blau hast, red in color. Wenn alles blau ist, hast du bestanden, aber es war alles rot. Some 2 marks, some 0 marks, some, you know. Also mach mal 2 Punkte, 0 Punkte. I look at my nephew, same class with me. Also ich habe meine Neffen angeschaut in derselben Klasse. I said, let me see your report. Und ich hab mir deren Zeugnis angeschaut. He was all blue, alles blau. But the last number, I was greater. Aber in der letzten Zahl war ich besser. He was 6, I was 43. Bei ihm stand 6, bei mir stand 43. I was quite proud. Da war ich ziemlich stolz drauf. I went home, I told my parents, see, I have 43 and my nephew only have 6. Und ich habe meinen Eltern gezeigt, an dieser Kategorie, da habe ich 43 und meine Neffen nur 6. Without knowing, I was the last in the class. Was ich nicht wusste, es war quasi der Rang. Ich war der 43. der Letzte in der Klasse. Imagine when I was standard 5, standard 6, I couldn't even spell from A to Z all the way. 5 and 6 age. When, no, that one is like 11 years ah, old. Ah, great. Also wenn ich in der 5. 6. Klasse war, konnte ich noch nicht von A bis Z einfach die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge sagen. I write A, B, C, D, E, then I don't know where's the next. Also A, B, C, D, E habe ich hingeklickt und ich wusste dann irgendwann nicht mehr weiter. You know, my brothers, some are doctors, some are engineers, some, they try to teach me. Also einige meiner Brüder sind Ärzte, manche sind Ingenieure, die haben they mir versucht, das beizubringen. They try to teach me mathematics, teach me language, they all give up. Also einige haben mir versucht, Mathematik beizubringen und Sprachen, haben alle aufgegeben. I can't. Ich konnte es nicht. So they look at me. Also David, sie haben mich angeschaut. How come you're so stupid? Die haben gesagt, David, wie kann das sein, dass du so dumm bist? I said, I don't know. Ich weiß nicht. Then they say maybe mother, when mother gave birth to you, she was 45 years old. Also vielleicht liegt es daran, dass deine Mama schon, also Mama schon 45 war, als sie dich geboren hat. And you are born mental retarded. Vielleicht bist du einfach mental zurückgeblieben bei der Geburt. I was miserable. Ich war ziemlich elend. You know? I was fat. Ich war fett. I was stupid. Ich war dumm. I used to wear glasses. Und ich habe früher so Brillen gehabt. Thick glasses. Dicke Gläser. And also I dicke changed Brillen. My glasses 3 times or 4 times a year. Und die musste ich 3 bis 4 Mal im Jahr wechseln. Why? Because I always fight in the school. Weil ich immer in der Schule gekämpft habe. And they always break my glasses. Und die haben immer meine Brillen kaputt gemacht. So my parents very angry with me. Also waren meine Eltern sehr böse mit mir. So they went to the optometrist. They say, "Do you have any glasses that don't break?" Also haben sie dann gefragt beim Optiker, gibt's irgendwelche Brillen, die nicht brechen? So they gave me a plastic, everything plastic. You can throw to the wall and bounce back. Da haben sie mir Brillen gegeben, die komplett aus Plastik war, die man an die Wand werfen konnte, ohne zu brechen. It looked like an old man glass. Das sah so aus wie so eine Brille für einen alten very Menschen. Thick. Sehr dick. Imagine I was wearing an old man glass and fat. Also stell dich vor, ich hatte so ganz altertümliche Brille und war ganz. Whenever people pass by me, they will look at me, they will just like shake their head. Also wenn Leute mich angeschaut haben, die haben einfach nur den Kopf geschüttelt. I almost want to end my life when I was 11 years old. Als ich 11 Jahre alt war, hätte ich mich beinahe umgebracht. I hate my life. Ich habe mein Leben gehasst. There's not one day I go to school that's not punished by teacher.
Es gab nicht einen einzigen Tag, wo ich zur Schule gegangen bin, wo ich nicht von den Lehrern irgendwie bestraft worden bin. I always tried to run away from school because the teacher always spanked me. Also ich wollte mal von der Schule wegrennen, habe das versucht, weil die mich immer geschlagen haben. I never do homework, you see? Ich wusste noch nicht, was Hausarbeit. And every time they must get me, you know. Jedes Mal haben die mich gekriegt. Ich wusste gar nicht, was Hausarbeit. So I got very depressed. Hausaufgaben sind. Ich war ziemlich deprimiert. Now I realize, do you know, a lot of young people at the age of 12 or 13 years old, they're depressed. Ich stelle fest, viele Kinder heute schon mit 12, 13, die sind wirklich depressiv. I don't know about Germany, okay, but in China, in Malaysia, in Singapore, a lot of young children, not 16, 17, you know, 12, 11, 13, they are depressed. Also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in China, in Malaysia, in Singapur gibt es viele 12, 11, 13-Jährige, nicht 16, 17, die schon depressiv sind. Only now I realize, those days I thought I was the only one that depressed. Also, das weiß ich heute. Damals dachte ich, ich bin der Einzige, der depressiv ist. Well, nun. Why I want to tell you all my stupid thing? Warum erzähle ich euch all meine ganze Dummheit? I just want to share with you. Ich möchte euch zeigen, how God can change us. Wie Gott uns verändern kann. How we can ask a God and He will answer us. Wie wir Gott um etwas bitten können und er wird uns die Antwort geben. When I was 13 years old, als ich 13 Jahre alt war, my brother said, David, let's go to church. Hat mein Bruder gesagt, hey, lass uns in die Gemeinde gehen. I said, go to church, what do we do? Also ich sagte, in der Gemeinde, was macht man da? I went to church once a while, like once a year, you know, someone pulled me there and I said, I cannot take it. The pastor preached too long. Also ich bin so einmal im Jahr oder so in die Gemeinde gegangen und ich habe gedacht, das kann ich nicht. Der Prediger, der predigt viel zu lange. No, we joining a youth camp. I mean a youth club called Pathfinder. Aber mein Bruder sagte, nein, wir gehen zu den Pfadfindern. It's got to be a lot of fun. Das wird ganz viel Spaß machen. That's okay. Ich sagte, okay. So I went. Bin gegangen. Whoa, there's a lot of friends. Da gab's viele Freunde. I got excited. Ich habe mich, das hat Spaß gemacht. You see, I don't have many friends. Wisst ihr, ich hatte nicht viele Freunde. Stupid boy, who want to be my friend? Ich war ja so ein dummer Junge. Wer wollte mit mir schon befreundet sein? Right? So I went to the church, I got friends. Als ich jetzt in die Gemeinde kam, zu den Pfadfindern, da hatte ich Freunde. I said, hey, it's not bad. Da habe ich gedacht, das ist gar nicht schlecht. So I went to church not because I want to know God, because I want to have friends. Also bin ich zur Gemeinde gekommen, nicht weil ich Gott kennenlernen wollte, sondern weil ich Freunde haben wollte. After 1 year, 2 years, they say we need to give you Bible study. Nach 1, 2 Jahren haben sie gesagt, hey, wir müssen eine Bibelstunde geben. I said, okay. Ich sagte, okay. And they start to tell me about Jesus' love. Und die haben mir von der Liebe Jesu erzählt. And one thing I was shocked, they tell me God want to be my friend. Ich war ziemlich schockiert, als sie sagten, Gott will mein Freund sein. I say, human don't even want to be my friend. God want to be my friend. Ich dachte, ja, die Menschen wollen schon nicht meine Freunde sein. Gott will mein Freund sein? And he said, God loved me. Und sie haben gesagt, Gott liebt mich. I said, God loved me. Gott liebt mich? If God loved me, why am I in this way? Also wenn Gott mich liebt, warum bin ich so, wie ich jetzt bin? Right? Nicht wahr? And you know, wisst ihr? Before I went to church, I went to the temple with my father. Also bevor ich in die Gemeinde ging, bin ich mit meinem Vater in den Tempel gegangen. The Taoist temple, in the gods are very scary. Die, wo die Daoisten dann ihre Götter aufstellen, das ist ziemlich angsteinflößend. All the idols, they are very scary faces. Und die ganzen Götzenbilder, die sind sehr angsteinflößend. Their eyes are red in colors, you know? Die haben so richtig rote and Augen. Hold a big knife. Und die halten große Messer. And then during once or twice a year in the temple, they will have all this celebration. Und ein, zweimal im Jahr haben sie im Tempel diese Feiern. And all these people, they go in, they let the spirit go into them and they walk on fire, they cut themselves. Und dann haben die so besondere Zeremonien, wo sie sich selbst ritzen und wo sie durchs Feuer gehen und so. So God is like, wow, very scary to me. Also für mich war Gott sehr angsteinflößend. And now they say God loved me. Jetzt haben sie gesagt, Gott liebt mich. Want to be my friend. Der will mein Freund sein. I say this is strange, man. Ich glaube, das ist merkwürdig. But anyway. Aber. Those days, thank God, there's no internet. Damals, Gott sei Dank, gab es kein Internet. Okay. We don't know what to do. Wir wussten nicht, was wir tun sollen. We only daydream. Wir haben nur den ganzen Tag von uns her geträumt. If I'm in this generation, I'm gone case, man. I'll be computer games all the time. Also wenn ich in dieser Generation gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich noch schlimmer. Ich hätte nur Computerspiele gemacht. Don't say, man, there's nothing. Damals konnte man nichts tun. So I was very bored. What? Very boring. Es war mal so langweilig. So they teach me to pray. Also haben sie mir beigebracht zu beten. Pray to God. Bete zu Gott. I say, how do you pray to God when you can't see God? Ich habe gesagt, wie kann man zu Gott beten, wenn man ihn nicht sehen kann? They say, you just pray. Sie haben gesagt, ach, bete einfach. I say,
If I talk to somebody, I can see. I talk to God, nobody. Also wenn ich zu jemandem rede, dann sehe ich ihn. Aber wenn ich Gott nicht sehe, wie soll ich reden? So, because I got just too much time. I don't know what to do. Also ich hatte zu viel Zeit. Ich wusste gar nicht, was ich tun soll. So I talk to God. Also habe ich zu Gott geredet. In the beginning, it's like talking to the air, you know. Im Anfang hat sich das angefühlt, als wenn man einfach zur Luft redet. Talking to something that you don't see. Zu jemandem reden, den du gar nicht siehst. Zu etwas. But one thing strange happened. When I talk, the more I talk, the better I feel. Aber irgendwas Merkwürdiges passiert. Je mehr ich geredet habe, desto besser habe ich mich gefühlt. Isn't this a nice feeling? Ich dachte, das ist doch interessant, schön. Most important thing, you know why I pray a lot when I was young? Wisst ihr, ich habe ziemlich viel gebetet, als ich dann jung war. Because I always get in trouble. Weil ich immer irgendwie ein Problem war. I'm a bad boy, you see? Ich war ein schlechter Junge. I fight. Ich habe immer gekämpft. I steal. I smoke. I steal. Ich habe geraubt. Ich habe geraucht. Ja? And teacher always want to punish me. Und die Lehrer haben mich immer versucht zu strafen. So I always in trouble. Ich war immer in Problem. And when I'm in trouble. Und als ich ein Problem hatte. You know what? My friend, my brother, my nephew will tell me. Und dann haben dann meine Freunde, meine Brüder, meine Neffen gesagt. Is it good for you? Das war gut für dich. But God never do that to me. Aber Gott hat das nie mit mir gemacht. Whenever I'm in trouble, even though I created myself. Selbst wenn ich die Probleme selbst kreiert hatte. I cried to God. Ich habe zu Gott geschrien. God deliver me. Hat Gott mir geholfen. God never say go and die. Ich never said. God never say that. God never tell me good for you, go. Ja. Gott hat niemals gesagt, gut für dich, geh nach Hause. God always deliver me. Hat mir immer geholfen. One time. Eines I mean, there's just too many. I only have few minutes. Oh, just go on. Yeah. What? Anyway, no. Don't worry. I won't take so long. Also, keine Angst. Ich werde es nicht übertreiben. One time. Eines Tages. I was already 16 years old. Da war ich 17 years old. Da war ich 17 Jahre alt schon. The teacher want to check my. I mean, this is Chinese class, okay? Also es war also chinesisch Unterricht. My parents say I'm a Chinese, I must take Chinese class. Also meine Eltern haben gesagt, du bist der Chinese, musst auch Chinesisch lernen. But I never study. Ich habe nie Unterricht gehabt. Six months. Nie gelernt. Six months in the class. 6 Monate war ich schon in der Klasse. The teacher finally say, I want to check homework. Und da hat der Lehrer gesagt, ich möchte mal die Hausaufgaben so kontrollieren. I said, what homework? Was? Hausaufgaben? There were about 12 people that did not do their homework all. Also es gab 12 Leute, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. I was the worst. I never done one page. Ich hatte nicht eine einzige Seite gemacht. Ich war der Allerschlimmste. So we all call out. Also wurden alle aufgerufen. And the teacher was there waiting for an answer. Und der Lehrer stand dort, hat auf eine Antwort gewartet. If you have not good answer, you'll be sent to the principal and they will whack you and that cane is like this size, okay? Und wenn du die Antwort nicht geben konntest, wurdest du dann zum Direktor gebracht und die haben dich wirklich geschlagen. Wie the cane. The cane is this size, this long. Also der Stock war so dick und so lang. So I don't know what to do. Ich wusste nicht, was ich machen soll. So I take the last one. I let them go first. Also ich habe die anderen vorgelassen. I was praying, say, God, deliver me. Ich habe gesagt, Herr, bitte rette mich. I pray and pray and pray. Ich bete und bete und bete. And then God started to talk to me. Und dann hat Gott zu mir geredet. Some people say, how do you know God talked to you? Und manche Leute sagen, hey, woher weißt du, dass Gott zu dir geredet hat? Do you know why? Wisst ihr warum? Do you want to know how God talked to you? Wollt ihr wissen, wie Gott zu dir redet? Wollt ihr Gott hören? If you want to hear God, wenn du Gott hören möchtest, very simple. Ganz einfach. Get in trouble. Dann geh in Probleme. Bekomm Probleme. When you are desperate. When you what? When you are desperate. Wenn du verzweifelt bist. When you have no way out. Wenn es keinen Ausweg gibt. Then you cry. Dann weinst du. See, dann schreist du. Just too many people pray. Just pray, you know. Manche beten, viel zu viele beten einfach nur so vor sich hin. But when you're in trouble, man. Aber wenn du wirklich in Problemen remember bist. Remember the woman that had 12 years of issue of blood. Wisst ihr, die Frau, die 12 Jahre lang an Blutfluss litt? Sie hat gedacht, wenn ich nur das Gewand von Jesus anrühren könnte, dann wäre ich geheilt. And when she did that, als sie das getan hat, Jesus said, "Who touched me?" Hat Jesus gesagt, wer hat mich berührt? And the disciples say, "What are you talking about? Everyone touched you." Und die Jünger haben gesagt, wovon redest du? Alle fassen dich an. Jesus sagt, nein. There is virtue, power come up from me. Aus mir ist Kraft herausgegangen. Out of 1,000 people touch, he can recognize one simple faith of touching the garment.
Aus den vielen tausenden Berührungen konnte er diese eine Berührung des Glaubens herausspüren. Because in the crowd of people there's only one lady, they are desperate. Von all den Menschen, die dort waren, gab es eine the junge lady, Frau. Nobody can help her. Eine Frau, die wirklich verzweifelt war. She spent all her money. Sie hat all ihr Geld rausgegeben. And she went to all the doctors. Sie hat alle Ärzte besucht. And suffer much from doctors. Und sie hat viel von den Ärzten auch gelitten. And it was nothing better but go worse. Es ist nichts besser geworden, sondern noch schlimmer geworden. She was unclean, friendless. Sie war ohne Freunde, sie war unrein. Don't you think any person in that situation are desperate? Glaubt ihr, dass jemand in der Situation verzweifelt ist? You see? Sometimes it's better to cry for some trouble, you know? Manchmal ist es besser, um Probleme zu beten. So that we know God better. Dass wir Gott besser kennenlernen. Anyway, you have Daniel that not in trouble, they also pray. Also, and they get it. Daniel haben wir auch das Beispiel. It's all about your experience with God. Es geht deine Erfahrung mit Gott. So I cried to God. Also habe ich zu Gott gebetet. I said, Lord, deliver me. I don't want to go. Rette mich, ich möchte da nicht hingehen zum Direktor. And God say, Gott sagte, David, be honest to the teacher. Sei ehrlich, sagte Gott zum Lehrer. Honest. Ich sage, ehrlich? I said, God, if I say honest thing, I will be dead. Also wenn ich jetzt alles ehrlich sage, dann bin ich tot. You must tell me something to hide myself. Du musst mir helfen, dass ich verborgen werde. There was no other answer but honest. Gab keine andere Antwort, nur sei ehrlich. All my friend, all one by one sent to the principal. Alle meine Freunde, einer nach dem anderen, ist zum Direktor gesandt worden. I was the last one. Ich war der Letzte. And he looked at my homework. Er schaut auf meine Hausaufgaben. He was shocked. Er war schockiert. He said, you don't even do one page. Er hat gedacht, du hast nicht eine einzige Seite gemacht. Tell me why. Sag mir warum. I look at him. Ich habe ihn angeschaut. What did God ask me to do? Was hat Gott mich gebeten? Honest. Sei ehrlich. So I say. Also habe ich gesagt. Because I'm lazy. Weil ich einfach faul bin. He look at me. Er hat mich angeschaut. He don't know how to reply. Er wusste nicht, wie er antworten soll. He sing a while. Er sagte, was? You see? You are very honest. Er hat gesagt, du bist sehr ehrlich. I was thinking, what else can I say? Ich habe gedacht, was kann ich sonst anderes sagen? See, since you're so honest, er sagte, weil du so ehrlich bist, if I give you some time, will you do it? Wenn ich dir ein bisschen Zeit gebe, wirst du es dann tun? I said, of course. Ich sagte, ja, natürlich, klar. I said, okay, in 2 weeks time, tell me, let me see, you know? Und in 2 Wochen werde ich das nochmal anschauen. Oh, God, deliver me. Gott hat mich befreit. The 2 weeks I took all my friends, homework and copied them. Ich habe 2 Wochen lang alle Hausaufgaben meiner Freunde genommen, habe alles abgeschrieben. And the best part of it, the teacher never asked me to show anymore. Und das Beste ist, der Lehrer hat mich nicht mal danach gefragt. You see? One more time, just last one. Noch eine Geschichte. Actually, it's a lot now, just one more. Eine noch. I was in the middle school exam, national exam, when I was 16 years old. Ich war in der mittleren Schulstufe zu einem nationalen Examen. This national exam, if you fail your national language, Malay language. Ja. Also es ging um ein Examen in der nationalen Sprache in Bahasa Melayu. You cannot enter to high school. Dann kannst du nicht die Highschool besuchen. You gotta start working. 16 years old. Mit 16 Jahren muss man das machen, ansonsten muss man halt irgendwie einen Ausbildungsberuf dann machen. And all my brothers, my nephew, my friends, you know, they think they're helping me, but they're destroying me. They say, if you still do not study, you will go and throw rubbish later. Also meine ganzen Freunde und Brüder, die wollten mir zu helfen, aber in Wirklichkeit haben sie mich mehr zerstört, als sie gesagt haben, ja, wenn du jetzt nicht mal wirklich anfängst zu lernen, wirst du einfach nur Müll fahren. You are going to throw all the feces, you know? You know, people, they pull, and then all the, you got to go, do all the dirty work. Ja, du musst all die ganzen ekelhaften Arbeiten, die ganz schmutzigen Arbeiten machen. Wow, I was scared to death, man. Also ich war so zu Tode geängstigt. So when everyone was studying, preparing for the exam, I look at the book, I don't understand anything. Also als jeder sich auf das Examen vorbereitet hat, ich habe das Buch angeschaut, ich habe nichts verstanden. I said, God, I will surely guarantee fail. Gott, ich hab gesagt, Gott, ich werde mit Garantie werde ich versagen. I don't understand. Ich verstehe es gar nicht. So when everyone was preparing, I was praying all the time. Also als alle sich vorbereitet haben, habe ich gebetet die ganze Zeit. When the exam came. Als die Prüfung kam. The national language Malay. Nationalsprache Malay. The first paper is comprehension. Also die erste Aufgabe war verstehen. 50 questions A B C D. 50 Fragen A B C D. Ja? Choose answer. Also antwortet, also so multiple choice. I look at the
Question, 50 questions, I don't even understand one question. Ich habe dir die 50 Fragen angeschaut, ich kannte nicht eine einzige, ich habe nicht eine einzige verstanden. If I fail this, I'm gone case, eh? Wenn ich das jetzt versage, wenn ich das versage, dann bin ich verloren. I say, God, ich habe gesagt, Gott, please deliver me. Bitte hilf mir. So, I took our eraser, you know, eraser. Ich habe einen Radierer genommen. I cut the eraser, become like a box. Ich habe ihn so ein bisschen geschnitten, dass er so eine Box wurde. Eraser like, you know, like this, and yeah. I write A B C D. Und dann habe ich dann da A B C D drauf geschrieben, also wie ein Würfel quasi. Habe ihn so, habe den Radierer zu einem Würfel gemacht. I'm not teaching you how to take exam. Also ich werde euch jetzt nicht beibringen, wie man Examen eigentlich durchführt. I just have no way out, okay? Ich hatte nur keine Möglichkeit, anders das zu machen. Every question I pray. Bei jeder Frage habe ich gebetet. And I throw. Ich habe den Radierer geworfen. Whatever come, was immer aufgekommen ist. That should be the answer. Ich habe gedacht, das werde ich jetzt einfach ankreuzen. For the 1.5 hours, I was praying and throwing. Also ich habe anderthalb Stunden lang gebetet und gewürfelt. I go few round and see whether the answer is the same again. Ich habe das mehrmals gemacht, ob die gleiche Antwort dieselbe ist. All the time different. Es war jedes Mal anders. But anyway, that's how I took the first paper. So habe ich die erste Aufgabe gemacht, also die erste. I said, God, please, at least let me get half, you know. Ich habe gedacht, Herr, gib mir doch wenigstens 50% oder so. Second paper. Zweites Papier, das kam. Composition. Also, dass man etwas schreibt. To write articles, you know. Ein Artikel schreiben, ein Essay oder so. The first was writing story, 150 words. Eine Geschichte schreiben, 150 Worte. My brain. Don't even have 30 words. Ich hatte nicht mal 30 Worte, die ich auf Malay you sagen konnte. To write 150 words. Und ich soll jetzt eine Geschichte mit 150 Worten schreiben? I try to repeat as many words as I can. Ich habe versucht, die Worte oft zu wiederholen. After I write a while, look, I don't even know what I was writing. Ich wusste nicht mal genau, was ich da geschrieben habe. Then the second, they asked me to write an official letter. Und dann haben sie mich gebeten, einen offiziellen Brief zu schreiben. And someone told me if I just copy the address, I got marks. Und jemand hat mir gesagt, wenn du einfach nur die Adresse kopierst, dann kriegst du dafür schon Punkte. So I copied the company address. Also habe ich schon mal die Firmenadresse kopiert, also noch wieder also oft nochmal aufgeschrieben. And I said, dear sir. Hab geschrieben, sehr geehrter Herr. And it was an empty letter. Und dann war es ein leerer Brief. And I signed. Und habe ich unterschrieben. Because they say sign, you also got marks. Denn auch für die Unterschrift kriegt man einen Punkt. So I said, hab's dann eingereicht. When our whole exam finished, als das ganze Examen zu Ende war, the result came up. Kamen die Resultate. My brother said, David, let's go and get a result. Meine Brüder haben gesagt, David, jetzt lass uns das Resultat holen. I told my brother, I have no result. Und ich habe meinem Bruder gesagt, ich habe kein Ergebnis. Go and get your failed result. Und sie sagten, geh und schau, dass du versagt hast wenigstens. Okay. So I went. Also habe ich gesagt, okay, ich gehe hin. Guess what? Ratet mal. My brother was looking, checking. It's also public, you know. Also es war auch so öffentlich. Meine Brüder haben das sich angeschaut. Yours are better. You have no name there. Yeah? Mm-hmm. Just number. It's all our names are there, you know. Also bei uns standen noch die ganzen Namen dazu. And you fire. So David, you pass. Und ich habe gesagt, hey David, du hast bestanden. I said, what happened to my Malay? Und ich sagte, was ist mit meinem Malay passiert? Just pass. Du hast gerade so bestanden. Oh, I said, thank God. Ich dachte, danke Gott. So I entered the high school. Also bin ich in die High School. To make the long story short. Um die lange Geschichte kurz zu machen. When I took my O level, I don't know what you call O level. You know, wahrscheinlich eine Art so Realschulabschluss oder so. Yeah, it's also a national exam that will determine whether you go to college or you. Das ist gibt's wieder so ein nationales eine nationale Prüfung, die dann entscheidet, ob man zum College darf oder nicht. The result came out. Das Resultat kam heraus. There's no one college can take me. Es gab nicht ein einziges College, das mich nehmen könnte. So I don't know what to do. Ich wusste nicht, was ich machen soll. I took one more year. I repeat one more year. Ich habe ein Jahr nochmal wiederholt. I go and take different tuition, you know, mathematics, science. Ich habe Nachhilfe in Mathematik, in Wissenschaften genommen. And one year later, I go and sit one more time the exam. Ich habe ein Jahr später nochmal die Prüfung gemacht. And the second time, the exam was worse than the first time. Aber im zweiten Mal war es schlimmer als beim ersten Mal. The result came out was worse. Das Resultat war noch schlimmer. So I don't know what to do in life. Ich wusste nicht, was ich im Leben machen soll. Brother and sister, if there's only one thing that I'm thankful about. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt eine Sache, für die ich wirklich in dankbar all bin. This life, in diesem ganzen Leben I have God. Habe ich Gott. If not because of grace, wenn es nicht wegen der Gnade wäre, I'm gone. Wäre ich schon längst weg.
Were it not for grace, wenn es nicht Gnade gewesen wäre, today, heute, I guarantee you, würde ich dir garantieren, I will be at least 120 kilo. Wäre ich wahrscheinlich 120 Kilo. I will definitely have high pressure, diabetic, or whatever. Ich hätte Bluthochdruck, Diabetes, alles Mögliche. I will be definitely depressed. Ich wäre definitiv depressiv. Hopeless. Hoffnungslos. Useless. Und zwar jugendlos. Ja, sinnlos. Ja. Nutzlos. I'm just so thankful to God. Ich bin Gott so dankbar. A child like me. Ein Kind wie ich, das keine Hoffnung hatte. You know, if you fail anything in life, wenn du, sure you don't fail in God. Wenn du in Dingen in diesem Leben versagst, mach sicher, dass du nicht Gott verlässt. Don't let go God. Du kannst andere Dinge verlassen. Wenn andere Dinge scheitern, verlass Gott. That should be your last thing to think about, to let God go away. Das soll das allerletzte sein, dass du aufgeben sollst. Imagine a God that you ask and shall be given unto you. You seek and shall find. You knock and shall open unto you. Gott sagt, bitte und es wird dir gegeben. Klopf an, es wird aufgetan. Suche und du wirst finden. You know, this is how I challenged my father. So habe ich meinen Vater herausgefordert. You know, a lot of people are afraid. I mean, not a lot of people. All my brothers are afraid of my father. Alle meine Brüder hatten Angst vor meinem Vater. You know, the Chinese style, you know. We can't talk to our father. Wir haben einen chinesischen Vater. We can only talk to our mother. Wir können nicht zu unserem Vater reden, wir können nur zu unserer Mutter reden. Some of my brothers become Adventist Christian. None of us dare to talk to our father about Jesus. Es war so, dass einige meiner Brüder wurden dann Adventisten. Niemand von denen hat es gewagt, zum Vater zu reden. To everyone, but not our father. Man kann zu jedem anderen predigen, aber nicht zum Vater. And my brother all tell me, David, why don't you tell father? I say, who? You dare not tell, you ask me to tell. Und dann haben meine älteren Brüder gesagt, hey, David, erzählst du doch dem Vater. Und ich sagte, hey, ihr habt es nicht mal gewagt und ich soll es dem Vater sagen? But after I became a Christian, I mean, I said, man, I must talk to God. I must tell my father. Als ich ein Christ geworden bin, habe ich gesagt, ich muss mit meinem Vater reden. That time I was in college already, okay? Zu der Zeit war ich schon... I haven't told you there, but I just want to tell you how I challenged my father. Ich bin jetzt schon im College gewesen, da habe ich nicht erzählt, wie, aber ich habe dann meinen Vater herausgefordert. One day I came back from America. I look at my father. I say, man, if I die, I die. I must tell him something. Und ich kam aus Amerika dann zurück und ich habe meinen Vater getroffen und habe ihm gesagt, just one statement like this do me so much courage. I say, Papa. Also ich habe gesagt, selbst wenn ich sterben muss, ich muss jetzt mit meinem Vater reden. Just one statement, it's like take all my life to say it out. I say, Papa. Und es hat fast mein ganzes Leben gekostet, das herauszubringen, zu sagen, Papa. Believe in Jesus. Glaube an Jesus. You will have eternal life. Du wirst ewiges Leben haben. That's all I can say. Das war alles, was ich sagen konnte. That's the worst sermon I can ever preach, right? Das war so die schlimmste Predigt, also die schlechteste Predigt, die ich predigen konnte. And to my surprise, my father said, Jesus. Und zu meiner Überraschung hat mein Vater gesagt, Jesus. I don't see Jesus. How do I believe him? Ich sehe Jesus nicht. Wie soll ich an ihn glauben? Because he's a strong Taoist, not Buddhist, Taoist. Denn er war ein ganz starkgläubiger Daoist, nicht ein Buddhist, sondern ein Daoist. To this temple, you see supernatural strength. Ich war mit ihm in dem Tempel, da hat man übernatürliche Dinge gesehen. I was involved from young. Ich war von der Jugend an da mit dabei. I used to learn how to cry for spirit. Ich habe gelernt, wie man um die Geister betet, go to somebody's body, you know? Damit sie in irgendeinen Körper von jemand anders hineingehen, and they have supernatural strength. Sodass sie dann plötzlich übernatürliche Kraft haben. They walk on fire, they cut themselves, die, da, and sie, not hurt. Die dann übers Feuer gehen, sich selbst ritzen, ohne sich zu verletzen. Und mein Vater sagte, ja, also ich sehe Jesus gar nicht, wie kannst du mich bitten, an ihn zu glauben? I say, that's good. At least you ich sagte, ha, super, back. Du antwortest mir, wunderbar, gut. Jetzt du antwortest mir, jetzt kann ich was sagen. He said, if you show me Jesus, I will believe. Er sagte, wenn du mir Jesus zeigst, werde ich glauben. I say, Ma, ich habe gesagt, Papa, let's do a challenge. Lass uns eine Herausforderung machen, eine Challenge. Why not you pray to Jesus? Warum betest du nicht zu Jesus? And don't just pray anything. Just pray something that nobody can help you when you're in trouble. Bete etwas, nicht irgendwas, sondern etwas, womit niemand anders dir helfen kann, wenn du in Problem bist. As long as you're in this earth, you will sometime in your life will have trouble. Denn solange du auf dieser Erde bist, wirst du irgendwann in deinem Leben mal ein Problem trouble haben. Trouble that you can't even deliver yourself. Probleme, aus denen du dich nicht selbst herausbringen kannst. I told my father, I say, when you come to a point, nobody can help you.
You can't even help yourself. You cry to Jesus. Ich habe ihm gesagt, wenn du zu einem Punkt gekommen bist, wo niemand dir mehr helfen kann und du dir selbst nicht helfen kannst, dann bete zu Jesus. If that problem solved, wenn das Problem sich löst, then you know Jesus answered. Dann kennst du es Jesus. Dann weißt du, dass Jesus geantwortet hat. Is that a good challenge? Ist das eine gute Herausforderung? And when my father kept quiet. Mein Vater war ganz ruhig. Then I know. Da habe ich gewusst. He cannot get it, you know? Er hat es ein bisschen verstanden. I cannot talk anymore. Ich konnte jetzt nicht mehr mit ihm reden. One year later, I came back again. Ein Jahr später kam ich zurück. I picked up my car, I said, bah. Und ich habe wieder Mut mir genommen und habe gesagt, Vater, believe in Jesus. Glaube an Jesus. He turned to me. Er hat mich angeschaut. I thought he's going to scold me. Ich dachte, er wird mich steinigen. He say, er sagte, your Jesus, dein Jesus is very powerful. Der hat ziemlich viel Macht. Was hast du gemacht? And he tell me a few things. He don't tell me a lot. Er hat mir nicht viel erzählt. Because of his pride, you know? Weil er so stolz war. He just tell me one or two. Er hat mir nur ein, zwei Dinge gesagt. But nobody help able to help him. He cried just from his heart to Jesus, and God helped him immediately. Er hat, als er in einer Situation war, wo ihm niemand helfen konnte, hat in seinem Herzen zu Jesus gerufen und Gott hat ihm geholfen. And he realized. Er hat es gesehen. Jesus is very powerful. Er hat gesehen, Jesus ist wirklich machtvoll. You see? Wisst ihr? That's God. Das if you don't have God, I don't know what you can depend, man. Wenn du Gott nicht hast, weiß ich nicht, worauf du dich verlassen kannst. I can't survive without God. Ich kann ohne Gott nicht überleben. We are so dependent on him. Wir sind so abhängig von ihm. Every time I cry upon him. Every time I cried upon him, I couldn't solve the problem. Ja, immer wenn ich zu ihm gebetet habe, habe ich das Problem selbst nicht lösen können. Every time I'm in stress. Immer wenn ich im Stress gewesen bin. I talk to God. Habe ich zu Gott geredet. You know, a lot of people come to Enon, they say, "Oh, you're in heaven." Viele Leute kommen nach Enon und sagen, oh, das ist ja wieder Himmel hier. You got a chance, come to Enon. Wenn ihr eine Chance habt, kommt it's mal zu Enon. It's not as beautiful as Germany, but it's beautiful. Also Malaysia ist nicht so schön wie Deutschland, aber es ist trotzdem ist eigentlich viel schöner als Deutschland. What do you say? It's much more beautiful than Germany. Oh yeah. But anyway, people say we live in Enon is heaven. Leute, die dort herkommen, sagen, ah, in Enon ist wie im Himmel. I say there is no heaven in this earth. Ich sage immer, auf dieser Erde gibt es keinen Himmel. I say, you know how much white hair I have? Seht ihr, wie viele graue Haare ich habe? Also, ja. Oh, you also have a lot. Yeah. I have a lot of trouble in life. Ich habe so viele Probleme im Leben. There's so much trouble, a lot of them, I couldn't even tell my wife. Manchmal habe ich so viele Probleme, ich kann nicht mal meiner Frau davon erzählen. I can't even tell my leaders. Ich kann meinen Leitern nicht davon erzählen. I could swallow all myself. Ich muss das alles selbst schlucken. And I always say to God, I always tell myself, whenever bad tidings come, you know, bad tidings, a lot of reports come, that is, give you a headache, right? Und dann, wenn mal so schlechte Nachrichten kommen, die einem Kopf weh bereiten, by experience, I know. Dann weiß ich durch Erfahrung. I tell myself, it's okay. Dann sage ich, es ist okay. Tomorrow it will solve. Morgen wird sich's lösen. You know why? Wisst ihr warum? Because I spend my time praying. Ich werde beten. I wake up very early in the morning. Ich wach pray and I pray. Früh morgens auf. Everything. Und ich wache auf und ich bete und bete. Ich sage Gott alles. And God never failed me once. Und Gott hat mich noch nicht einmal im Stich gelassen. Ist das nicht wunderbar? Later on, I'll tell you a lot of stories, okay? Ich werde euch später noch viele Geschichten erzählen. Tomorrow. Morgen. I'll spend more time about telling miracle stories. Ich werde euch viele Geschichten noch von Wundern erzählen. Because I pray. Weil ich gebetet habe. So, if you lost anything, make sure you lost God. Wenn du irgendwas verloren hast, stell sicher, dass du Gott nicht verlierst. Worst thing can happen to you. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. So, after my second exam, no college can take me. I don't know what to do. Also nach meiner zweiten Prüfung konnte mich kein College nehmen. Ich wusste nicht, was ich Nobody machen soll. Advised me. Niemand hat mich beraten. So I told God, what should I do? Ich habe Gott gesagt, was soll ich tun? So I decided to play guitar. Also habe ich entschieden, Gitarre zu spielen. I learned classical guitar. Ich habe klassische Gitarre gelernt. Nothing else to do, every day play guitar. Jeden Tag nur Gitarre gespielt. I play until I hate guitar. Ich habe so lange gespielt, bis ich Gitarre gehasst habe. I don't know what to do in life. Ich wusste nicht, was ich im Leben tun sollte. After 6 months, I play until I got backache, you know. Ich habe sechs Monate lang gespielt, bis ich dann Rückenschmerzen hatte. I said, God, I cannot do this all my life, man. Ich habe gesagt, Herr, das kann ich mein ganzes Leben lang nicht tun. I said, God, please deliver me. Gesagt, Herr, befreie mich. God is very nice, you know. Gott ist sehr nett. Yeah? God know how much we can take, yeah? Gott weiß, wie viel wir tragen können. I said, God, please, I cannot play guitar all my life. Ich habe gesagt, Herr, ich kann nicht mein ganzes Leben lang Gitarre spielen. It was during that time. Es war in dieser Zeit. There's a church member came back from America. Ein Gemeindeglied kam aus Amerika zurück. It was in 1989. Das war 1989. Exactly 30 years ago. Vor
30 Jahren genau. And that guy, his name is Sebastian. Oh, yeah. Und er heißt Sebastian. He is a very crazy man. He is, of course. Ein sehr außergewöhnlich leicht verrückter Mann. I know he wanted to come back to do some strange, I mean not strange, but some special thing. Also er kam aus Amerika zurück und wollte was ganz Besonderes anfangen. So I was only 19 years old. I went to him. I said, Sebastian, what do you want to do? Ich war gerade 19 und ich kam zu ihm und sagte, hey Sebastian, was willst du tun? He said, I want to start medical missionary work. Er hat gesagt, ich werde medizinische Missionsarbeit beginnen. Whoa. Ich sagte, oh. I said, what is that? Was ist das denn? Sounds so great, right? Medical missionary work. Das klingt so großartig, medizinische Missionsarbeit. He said, can you help me? Er hat gesagt, hey, kannst du mir helfen? I said, I'm very stupid, you know. Er hat gesagt, ich bin total dumm. He said, don't worry, whatever I ask you to do, you just follow my instruction. Er hat gesagt, mach dir nichts draus, was immer ich dir sage, folge einfach meinen Instruktionen. I think I can do that. Ich dachte, okay, das kann ich tun. As long you tell me what to do. Also hat mir gesagt, was wir tun. So, that's how we started our health work in Malaysia in 1989. So haben wir unsere Gesundheitsarbeit 1989 in Malaysia begonnen. And he said we need to rent a place. Er hat gesagt, wir müssen ein Haus mieten. So okay? Ich dachte, okay. So we go and rent a house, and the house was 4 bedroom. In dem Haus waren 4 Betten, vier Schlafzimmer. And it was an empty house. Es war ein leeres Haus. Cheap house. Ein billiges Haus. So I said, Sebastian, how? There's nothing here. Ich habe gesagt, Sebastian, wie machen wir das jetzt? Hier ist nichts. He said, pray. I said, yeah, we must pray. Er hat gesagt, ah, lass wir beten. Okay. So after prayer, I was impressed. Let's go and ask some church member. Also nach dem Gebet hatte ich so den Eindruck, wir sollten vielleicht ein paar Gemeindeglieder fragen. So we go to all the church member. I said, Sister Tan, we're going to start medical missionary work. Also bin ich zu all den Geschwistern gegangen und habe gesagt, hey, Schwester Tan, wir starten jetzt medizinische Missionsarbeit. But I don't know what kind of work is this. Ja, ich weiß nicht, was das für eine Arbeit ist. But we need a lot of things. Wir brauchen ganz viele Dinge. Can you donate? Kannst du was spenden? Oh, some give us one chair. Einige haben uns einen Stuhl gegeben. Some give us one table. Einige haben uns einen Tisch gegeben. Some give us one pillow. Einige haben uns ein Kissen some gegeben. Some give us, you know, different plate, you know. Einige haben uns so verschiedene Teller gegeben. I remember we have a table with different kind of chair. Also ich erinnere, wir hatten einen Tisch mit verschiedenen Stühlen. When we eat together, everyone had different plate. Also wenn wir gegessen haben, hat jeder einen anderen Teller gehabt. All the bed are different. All the what? All the bedding are different. The bedding. You know, people that sleep on the bed. Die ganzen Betten waren unterschiedlich, ja. Das ist yeah. Everything das Bettzeug. Was second hand. Alles war gebraucht. A lot of the mattress people throw away. We die ganzen Matratzen, die weggeschmissen worden waren, haben wir genommen. After 1 month. Nach einem Monat. Everything we need, we have. Hatten wir alles, was wir brauchten. But it's all second hand. War alles nur gebraucht. I look at Sebastian. Ich habe Sebastian angeschaut. Is it Sebastian? Ich sagte Sebastian. Who will come to our second hand? Health Center. Wer wird zu unserem Secondhand Gesundheitszentrum kommen? See, yeah. Er sagte ja. Let's pray. Lass uns beten. Yeah, we pray. Wir haben gebetet. After praying, nach dem Gebet. You see, how about your mother? Hat er gesagt, wie ist mit deiner Mutter? I said, my mother. Meine Mutter. Oh, my mother have high blood pressure. Sie hatte hohen Blutdruck. Diabetic. Diabetes. Heart disease. Hat Herzkrankheiten. Arthritis. Arthritis. Overweight. Der hat Übergewicht. Migraine headache. Migräne. And she take medication, like, oh, so many medication. Und sie hat so viele Tabletten immer genommen. I said, I remember, I asked my mother, Ma, how long you need to take this medicine? Ich habe sie gefragt, wie lange musst du eigentlich diese Medikamente nehmen? My mother tell me she had to eat this until she die. Meine Mutter hat gesagt, sie muss sie das essen, bis sie stirbt. Oh, I said, what? Ich sagte, was? What kind of medicine you gotta eat until you die? Was ist das für eine Medizin, die man nehmen muss, bis man stirbt? You know, when I was child, I thought medicine you eat, you got well, right? Also als ich Kind war, dachte ich, wenn du eine Medizin nimmst, dann fever, bist du. I got fever, I got medicine, I got well. Dann bist du doch wieder gesund, oder? Du hast Fieber, nimmst ein Medikament und bist gesund, oder? I said, this medicine you eat until you die. Aber das ist Medizin, die nimmst du, bis du stirbst? Well, at the time I cannot comprehend this. Also das habe ich damals nicht verstanden. Ah, I told Sebastian, yeah, my mother take medicine, the doctor say you gotta eat until she die. Also, ja, stimmt, meine Mama, habe ich Sebastian gesagt, die nimmt Medizin, bis sie stirbt. Wird. I call my mother, you call your mother. Und dann haben wir gesagt, wir rufen unsere Mütter an. So the health center started with my mother and his mother. Also unser Gesundheitszentrum startete mit meiner Mutter und seiner Mutter. I love to eat, right? Also ich habe ja es geliebt zu essen. My mother also love to eat. Meine Mutter hat auch geliebt zu essen. We were locked into this house for 30 days. Und wir waren jetzt in diesem Haus 30 Tage. They teach us how to cook vegetables with water. Die haben uns jetzt beigebracht, wie man Gemüse mit Wasser kocht. Chinese with oil, you know, also bei den Chinesen ist alles mit Öl. Aber jetzt Wasser? Anyway. Naja. I,
30 days. 30 Tage. We eat very simple diet. Wir haben sehr einfache Nahrung gegessen. Exercise every day. Jeden Tag Bewegung gehabt. Pray. Haben gebetet. Just so simple. So einfach. 30 days. Nach 30 Tagen. My mother lost 15 kilos. Hat sie 15 Kilo in 30 Tagen abgenommen. Her high blood pressure gone. Ihr hoher Blutdruck war weg. Sie brauchte keine Medikamente mehr. Her diabetic almost back to normal, just depend a little bit of medication. Ja, ihr Diabetes war fast zurückgegangen. Sie brauchte nur ganz wenig Medikamente. Her arthritis gone. Ihr Arthritis war vorbei. Her migraine headache gone. Ihr Migräne war vorbei. She looked more beautiful. Sie sah schöner aus. She was like transformed. Sie war wie transformiert. Oh, I said, Ma. Ich habe gesagt, Mama. I said, you. The whole world of medication cannot kill you. Ich sagte, die ganzen Medikamente können dich nicht töten. And when you eat so simple, you go well. Und du isst einfach jetzt so einfach und es geht dir gut. I said, how can the doctor never tell us? Warum hat uns der Arzt das nie gesagt? It's such a simple thing, a stupid person know what to do. I mean, it's such a simple way, a stupid person know what to do, and the doctor never tell us. Also wenn es so einfache Dinge sind, dass sogar ein Dummer wie ich das tun kann und verstehen kann, warum haben die Ärzte das nicht gesagt? Oh, I cannot understand this also. Das habe ich auch nicht verstanden. It's a mystery. Das ist ein Geheimnis für mich. So simple thing, the doctor don't tell me. So einfache Dinge und die Ärzte sagen mir das nicht? She got well. Sie wurde gesund. His mother also got well. Seine Mutter wurde auch gesund. And every time when people come and stay with us, they all go well. Und wenn die Leute zu uns kamen, dann wurden die gesund oder es ging ihnen besser. I followed Sebastian for 1 year. Ich habe mit Sebastian ein Jahr gearbeitet. My waist was used to be 36. Also mein Umfang. 36 inch, you know? In 36 inch. 36, you know? Ja, das ist ungefähr ein Meter ist das ungefähr. Or 36 or inches. Ist es mehr? Nee, jemand umrechnen? You don't go by inches? No, we go by centimeter. Okay, okay, whatever. Ja, also, 36 become 28. Er war ziemlich dick. Was like this become like this. Und er hat enorm abgenommen. I lost weight. Just too many things happened, right? Also sind so viele Dinge passiert. So I got so excited. Ich war so begeistert. There's no clock in this. Oh yeah, there's clock. That's okay. I was so excited. Ich war so begeistert. I said, God, ich sagte Gott. I'd like to be medical missionary. Ich würde gerne ein medizinischer Missionar sein. But I say, can you give me a sign? Und ich sagte, Herr, kannst du mir ein Zeichen geben? I say, God, before I give away my guitar, I don't play guitar anymore. You must give me a sign. Und ich habe gesagt, Herr, bevor ich meine Gitarre wegtue und sie dann nicht mehr spiele, gib mir ein Zeichen. In this area, the place that we stay, there was a man. Whenever I go for jogging, I saw him walking very slow like this. Und immer wenn ich dort in der Gegend gejoggt bin, sah ich einen alten Mann, der immer sehr gebückt auf einem Stock ging. Yeah. Every time when I run, I try to smile at him, you know. Und immer wenn ich da gerannt bin, habe ich ihn angelächelt. You turn to me. Und no smile. Er hat mich angeschaut, mich umgedreht. So I said, God. Ich habe gesagt, Herr. Give me a sign. Gib mir ein Zeichen. I will go. And see him. I know where he stay. Ich werde ihn besuchen. Ich weiß, wo er wohnt. They don't know me, okay? Er kannte mich nicht. I said, I'm gonna go and help this man. Ich werde dorthin gehen zu ihm und ihm helfen. Whatever I know, I will help him. Was immer ich weiß, ich werde es ihm beibringen. You must use my hand. Du musst meine Hände gebrauchen, heal him. Um ihn zu heilen. So one Sunday, einen Sonntag habe ich gebetet. I told Sebastian, I'm gonna go and help that. Ich habe Sebastian gesagt, ich werde diesem Mann dort helfen. So I went to the house. Bin ich zum Haus gegangen. I went in. I said, "Hello, my name is David Pham." Ich bin, habe angeklopft, habe gesagt, "Hallo, ich bin David Pham." I want to come and I know you're somebody sick here. I want to come and help him. Also ich wohne da drüben und ich weiß, hier gibt es einen Kranken. Ich würde ihm gerne helfen. They look at me, they're like, "Okay." Sie haben mich angeschaut und gesagt, "Okay." So I went in. Bin ich hineingegangen. This man, he was 65 years old. Er war schon 65 Jahre alt, als ich mit ihm gesprochen habe. He got stroke for 6 years. Stroke. Stroke, you know, like. Er hat einen Schlaganfall gehabt vor 6 Jahren. And she sell everything he has and to try to cure the disease they can. Sie haben alles verkauft, was sie hatten, um die Krankheit zu heilen. He was poor. Er war arm. He sold everything he has. Er hatte alles verkauft, was er hatte.
And the wife had to go and sell some food to sustain their life. Und die Frau musste so ein bisschen Essen verkaufen, um sich am Leben zu halten. Himself. Er konnte nicht für sich selbst. The wife had to bathe him. Er konnte sich selbst baden, seine Frau musste ihn baden. It's very sad. Das ist sehr traurig. He said, there's another thing. He got a stomach problem. Und er sagte, es gibt noch was, ich habe so Probleme im Magen. He eats something, he feels nauseated. Und immer wenn er was isst, dann fühlt er sich ganz schlecht. Ich habe die ganzen Probleme gehört von ihm und ich habe Kopfschmerzen bekommen. I'm only 19 years old, huh? Ich war nur 19 Jahre alt. I don't know what to do. Ich wusste gar nicht, was man machen soll. I just pray to God. Ich habe zu Gott gebetet. Look at him. Ich habe ihn angeschaut. He told me he got stomach problem. Er hat gesagt, ich habe Magenprobleme. It's okay. Ich sagte, okay. You wait for me. Pass auf. I go back. I took, you know what's charcoal? Also ihr kennt Holzkohle? Charcoal. Holzkohle. Aktivkohle. 30 years ago, I dare not tell people it's charcoal. Vor 30 Jahren habe ich den Leuten nicht gesagt, dass es Kohle ist. You know? Nobody think you can take charcoal, you know? Niemand hat geahnt, dass man Kohle nehmen kann. Charcoal water for him. Ich habe die Kohle ins Wasser gemacht. Für ihn. He looked at me. Er hat mich angeschaut. He said, what is this? Er hat gesagt, was ist das? I dare not say it's charcoal. Ich habe nicht gesagt, dass es Kohle ist. I just say it's good for you. Ich habe gesagt, es ist gut für dich. So he just take. Er hat es genommen. I know this cannot be done in Germany, right? Ich weiß, das kann man in Deutschland so nicht machen. Malaysia, man, people. In Malaysia ist das alles anders. So I say, it's good for you. Also ich habe gesagt, hey, das ist gut für dich. So he drank. Er hat es getrunken. I said, tomorrow morning I will come to see you. Ich sagte, morgen werde ich kommen und so dich besuchen. So next morning I came, nobody at home. He was alone there. Am nächsten Morgen kam ich, niemand war zu Hause, er war alleine. I went into his room. Ich bin in seinen Raum gegangen. He smiled at me. Er hat mich angelächelt. I said, "Oh, Mr. Lim." Ich sagte, hey, Mr. Lim. I said, "When was the last time you smiled?" Wann war das letzte Mal, dass du gelächelt hast? I said, "What happened?" Was ist passiert? I said, "Last night you gave me the black water." Gestern Abend hast du mir das schwarze Wasser gegeben. After I drank. Als ich getrunken habe. I feel so good. Habe ich mich so gut gefühlt. I slept the whole night. Ich habe die ganze Nacht geschlafen. I feel so much energy right now. Ich fühle mich so voller Energie. Whoa, when I heard that. Als ich das gehört habe. I can feel energy come from my hands. Habe ich gefühlt, wie Energie in meinen Händen ist. You know, I say, let's do something now. Ich sage, lass uns etwas tun jetzt. So, he's very dirty. I bathe him. Er war sehr dreckig. Ich habe ihn gebadet. I brush his teeth. Habe seine Zähne geputzt. I cut his, you know, mustache. Hab seinen Bart geschnitten. Cut his nail. Habe seine Nägel geschnitten. I do everything I can. Ich habe alles getan für ihn, was ich konnte. I do Russian steam bath. You know how to do a Russian steam bath? Ich habe ein russisches Dampfbad gemacht. Wisst ihr, wie sowas geht? You don't know what is a Russian steam bath? Wisst ihr nicht, was ein russisches Dampfbad ist? Oh, You need to know this. Das müsst ihr wissen. I mean, when you don't have equipment, we just use plastic chair with a rice cooker below. Also man, man kann, wenn man jetzt kein Equipment hat, einfach so einen Plastikstuhl nehmen und so einen Reiskocher darunter stellen. Ja, yeah. We have steam, you know, and also, then you so sit down there with a blanket cover. Und dann sitzt man auf dem Stuhl mit dem Dampf darunter und dann hüllt man sich völlig ein. To let them sweat and then, you know, things like that. Dass man so richtig ins Schwitzen kommt. Oh, I know what to do, so I das alle, massage him. Also das war alles, was ich tun konnte. Ich konnte ein bisschen massieren. I bring him out for a walk. Ich bin mit ihm spazieren gegangen. See, before I help him, he can only walk from this wall maybe to here and he had to stop. Also vorher konnte er nur die paar Meter laufen und musste immer anhalten. Got rest for a long time before he can walk again. Er musste dann lange pausieren, bis er weitergehen konnte. To make the long story short. Um das abzukürzen. After 1 week. Nach einer Woche. He can walk half a kilometer. Konnte einen halben Kilometer laufen. After 2 weeks, he can walk 1 kilometer. Nach 2 Wochen konnte er 1 Kilometer laufen. After 1 month, he can walk without stock. Nach einem Monat konnte er ohne Stock laufen. 3 months later, he was climbing mountain with me. Nach 3 Monaten ist er mit mir auf den Berg gestiegen. Amen. Amen. He can bathe himself. Er konnte sich selbst baden. He can cook himself. Er konnte selbst kochen. His wife don't need to take care of him anymore. Seine Frau musste sich nicht mehr so um ihn kümmern. Isn't that God wonderful? Ist nicht Gott wunderbar? So I was decided I must serve God as a medical missionary. Also hatte ich die Entscheidung getroffen, ich muss Gott als medizinischer Missionar dienen. I'm a stupid boy, okay? Ich war ein dummer Junge. Then something bad happened. Dann ist etwas Schlimmes passiert. The place that we stay, the state of Malacca, the place that we stay. Also in dem Bundesstaat von Malacca. Suddenly there's no water supply. Gab es plötzlich kein Wasser. For a long time. Keine Wasserzufuhr gerade. No water. Nur also gespeichertes Wasser. So we have to close down. Also mussten wir unser Gesundheitszentrum dann schließen. What do I do? Ich dachte, Herr, was soll ich tun?
Cannot follow Sebastian everywhere he go. Sebastian ist überall rumgereist, ich konnte ihm nicht überall folgen. So also habe ich gebetet. See, God never have an end time. I never have an end for us. Gott hat niemals ein Ende für uns. I'm going to stop in 10 minutes time, okay? So it was during that time when I don't know what to do. Also in dieser Zeit, als ich nicht wusste, was ich tun soll. The college that Sebastian went to in America, the president passed by Malaysia and visited us. Der Präsident von dem College, wo Sebastian in Amerika gewesen war, der kam nach Malaysia und hat uns besucht. And he saw me. Und er sah mich. He said, David, why don't you come to America to study? Und er hat gesagt, hey, warum kommst du nicht nach Amerika zum Studieren? I was thinking, you don't even know my background. Your dad would call me to come. Ich habe mir gedacht, du kennst meinen Hintergrund nicht, sonst würdest du mich nicht einladen nach Amerika. My English those that time. Mein Englisch zu der Zeit. I can only say yes and no. Ich konnte nur yes und no sagen, also ja, nein. He gave me the application. Er gab mir die das Anmeldeformular. I only know how to write my name, my address, and all the questions. I don't know how to answer. Ich konnte nur meinen Namen und die Adresse sagen. Alle Fragen konnte ich nicht beantworten. I asked my friend to fill for me. Ich habe meine Freunde gebeten, das auszufüllen. I put in all my bad result. Ja, ich habe all meine schlechten Resultate da reingetan. I sent to America. Hab's nach Amerika gesandt. Never imagined they would take me. Ich habe mir niemals vorgestellt, dass die mich nehmen würden. To my great surprise, 3 months later, and 2 months later, I received a reply. Zu meiner größten Überraschung habe ich 2 Monate später eine Antwort bekommen. The college say I'm accepted. Das College hat gesagt, ich bin angenommen. To my greatest surprise, they say they gave me half scholarship. Und die haben mir sogar ein halbes Stipendium gegeben. And then the other half, I can work during summer to pay off all the. Und die andere Hälfte des Schulgeldes konnte ich dann bezahlen durch Arbeit im Sommer. Es war quasi frei. I said, wow. Ich sagte, hey, das ist unglaublich. I know God opened the door for me. Ich weiß, Gott hat eine Tür geöffnet. Even though I cannot speak English, obwohl ich kein Englisch kann. I must go. If I die, I must go. Ich werde gehen. Ich muss gehen. Selbst wenn ich sterbe, ich muss gehen. So I go and tell my parents. Ich habe meinen Eltern das gesagt. I said, bah. Ich habe gesagt, Papa, Ma, I'm going to America. Ich werde nach Amerika gehen zum Studieren. You say, where are you going? Sie haben gesagt, wohin gehst du? America. Amerika. They say, in Malaysia, there's not even one small college that can take you. You go to America. Also in ganz Malaysia gibt es nicht ein College, das dich annimmt, und du gehst nach Amerika? Oh, my nephew and nieces love me to scorn, man. Also meine ganzen Neffen und Nichten, die haben mich zu Tode ausgelacht. They say, suicide. Suicide. Die haben gesagt, Suizid. I say, look. Hier. Letter of acceptance. Hier ist ein Brief, dass ich angenommen bin. Scholarship. Mit Stipendium. So what kind of college is this? Die haben gesagt, was ist das für ein College? So they give me a flight ticket. I fly. Also haben sie mir ein Flugticket bezahlt. Ich bin geflogen. My English was so bad. When I transit in London, I can't even find my gate. You know, I can't read the sign. Mein Englisch war so schlecht. Ich konnte in London beim Wechsel des Flugzeuges nicht mal mein Gate finden. You see? I dare to go. So finally, I reached America. Ich habe dann tatsächlich Amerika erreicht. I look at myself in a mirror. Ich habe mich selbst im Spiegel angeschaut. I say, this college, nobody know my past. Ich habe gesagt, in diesem College kennt niemand meine Vergangenheit. My brother, they are doctor, they are engineer, they are teacher, they are. Meine Brüder, die sind Ärzte, die sind Ingenieure, die sind Lehrer. Maybe something in my brain I haven't discovered. Vielleicht gibt es ja irgendwas in meinem Gehirn, das ich noch nicht entdeckt habe. And now I don't look so bad anymore. Und ich schaue nicht mehr so schlecht aus I'm wie früher. Not fat, like, ich bin nicht mehr so fett. I look quite smart. Ich schaue schon fast ein bisschen klug aus. I said, man, I must act smart. Ich muss jetzt einfach klug handeln und so tun, als ob ich klug bin. But when I open my mouth, they know how smart I am. Aber wenn ich meinen Mund geöffnet habe, haben sie schnell herausgefunden, wie klug ich bin. On the day of registration, the teacher that in charge of health department. Am Tag der Registration hat der Lehrer, der die ganze Gesundheitsabteilung dort geleitet hat, your English is so poor. Hat er gesagt, David, dein Englisch ist so schlecht. And your past academic performance is so poor. Und deine bisherige akademische Laufbahn ist so schlecht. This quarter, they go by 10 weeks a quarter. Also sie haben immer so Quartale gehabt, immer mit 10 Wochen. You take one class and you try. Und in diesem ersten Quartal wirst du nur einen einzigen Kurs besuchen. Den versuchst du mal. I was thinking, ich dachte, I have scholarship. Ich habe doch ein Stipendium. It's free. Das ist frei.
I can take all the classes. I don't have to pay. Ich kann auch alle Klassen nehmen. Ich muss ja nicht bezahlen. So why is the point? Just take one class. I take all the classes. Also warum soll ich nur eine nehmen? Ich kann auch alle Klassen nehmen. So I said, teacher. Ich sagte, Lehrer. I want to take all the classes. Ich möchte alle Klassen besuchen. I said, no. Er sagte, nein. You will fail. Du, da wirst du versagen. Keep telling. I said, no, don't. Just let me try. Ich sagte, nein, lass mich versuchen. You will fail. Du wirst versagen. Keep telling me I will fail. Er hat mir immer gesagt, ich werde versagen. I almost wanted to reply this, but thank God I didn't say it. Ich wollte beinahe sagen, was ich jetzt sagen werde, aber zum Glück habe ich es nicht getan, also Gott sei Dank. I almost wanted to say this. Ich wollte beinahe sagen. I said, if you fail, what's the big problem? Ich wollte sagen, wenn ich versage, was ist denn das große Problem? To them, I cannot fail. You know, I must pass. But to me, fail is a very easy thing. I mean, it's not a big deal. Also für mich war Versagen keine große Angelegenheit. Das war, habe ich immer erlebt, während für sie das keine Option war. But anyway, he said, if you want to take all the classes, God will get special approval from the president. Also wenn du, er sagte, wenn du alle Klassen wirklich besuchen willst, brauchst du eine spezielle Genehmigung vom Präsidenten. So I went to see the president. Also habe ich den Präsidenten besucht. Look at me. Er hat mich angeschaut. And I remember he said this. Ich erinnere mich, wie er gesagt hat. You got a brain, right? Du hast ein Gehirn, oder? I said, of course. Natürlich. I said, okay. Okay. Sign. Er hat es unterschrieben. So he approved me. Er hat es genehmigt. So I took the class. Ich habe die Klassen genommen, also die Klassen besucht. Because when I register, I don't see the book. Als ich bei der Registration war, habe ich ja die Bücher nicht gesehen. The first class is Anatomy and Physiology Part 1. Die erste Unterrichtsklasse war Anatomie und Physiologie Teil 1. The book is this size and this thick. Das Buch war so groß und so dick. I've never seen this kind of book in my life. Ich habe im ganzen Leben so ein dickes Buch nicht gesehen. A such book as this size. So ein Buch von so einer Größe. Second subject, massage. Zweites Unterrichtsfach war Massage. Three books. Drei Bücher. Big also. Ebenfalls dick. Third subject is the book of Daniel. Das dritte Thema war das Buch Daniel. Also three books. Drei Bücher zu lesen. Uriah Smith, the book. Ja, Uriah Smith zum Beispiel. And then the fourth class is work education. Und das die vierte Klasse we war dann. We must work 16 to 18 hours for our character building. Das war einfach arbeiten sozusagen. Man musste 16 bis 18 Stunden pro Woche arbeiten, einfach für you Charakter. See, the thing is, my English is very poor. Mein Englisch war wirklich sehr schlecht. When I study, the Americans study and I study. When I read one sentence. Also wenn die Amerikaner und ich gleichzeitig studiert haben, wenn ich einen Satz gelesen habe, like you know, musste ich für jedes dictionary. Wort immer das Wörterbuch nachschlagen. Huh? I remember I was finding the dictionary, a word called B-A-S-I-C. B-A-S-I-C. Ah, there was a word like, yeah, basic. Yeah. Basic? Yeah. I don't know what it means. Ich wusste nicht, was das Wort heißt. I said basic. Und ich habe es nachgeschlagen. So I go to my dictionary. Ich habe mein Wörterbuch gehabt. Chinese dictionary. Chinesisches Wörterbuch. Fine, basic. Hab dann gesucht, basic. I read Chinese. Hab dann Chinesisch gelesen. My Chinese is not any better. Mein Chinesisch war auch nicht viel besser. I look at the Chinese one. Ich habe das chinesische Wort angeschaut. I come back. Ich habe das zurück angeschaut. See what he's trying to say. Was will der sagen? You know how tough it is. It's very, very difficult. Das war wirklich, wirklich schwierig. The American take 1 hour to study. I might take 5 hours to match their 1 hour. Also ich brauchte 5 Stunden für das, was andere in einer and Stunde still gemacht don't haben. Understand much as them. Und habe immer noch nicht so viel verstanden wie die. And you know what? We can. The school has got rule. We all have to sleep at 9:30. 9:30. Ja, und die Schule hatte die Regel, dass man immer um 9:30 im Bett sein sollte. Morning class, afternoon have to work and night you only got about 2 hours to do your homework. Am Morgen hatte man Unterricht, am Nachmittag musste man arbeiten und abends hatte man so 2 Stunden für die Hausaufgaben. I can stay at 9:30, but they don't care what time you wake up. Also man musste um 9:30 im Bett sein, aber sie haben sich nicht darum gekümmert, wann man aufwacht. So I stay at 9:30, I wake up 12 o'clock. Also habe ich um 9:30 bin ins Bett gegangen und bin um 12 Uhr aufgewacht. I'll study from 12 o'clock all the way to 7 o'clock. Also bin ich von 12 Uhr von Mitternacht bis 7 Uhr habe ich gelernt. When everyone was sleeping, I was flipping my dictionary. Also jeder andere hat geschlafen, ich habe das Wörterbuch durchblättert. Oh, wow. 2 weeks, man. 2 Wochen lang. Every day. Jeden Tag. Thank God, I'm not a person that can cry easily. Also ich bin keine Person, die leicht weint. I remember after 2 weeks. Ich weiß nach 2 Wochen. I was like in the dream. War ich wie in einem Traum. So tired. Ich war so müde.
Und ich sleep so little. Ich habe so wenig geschlafen. Work, study, 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 study. Arbeiten, studieren, studieren, studieren. I remember after 2 weeks. Ich weiß, nach 2 Wochen. I wake up like 12:30 in the morning. Bin ich um 12:30 Uhr dann, also um 12:30 in dem aufgewacht. Anatomy and physiology. Und dann habe ich gebetet und habe dann das Buch Anatomie und Physiologie aufgeschlagen. My eye, I cannot see anything. Und mit meinen Augen, ich konnte nichts mehr sehen. Immediately my heart tell me. Da hat mir mein Herz gesagt. David, you will fail. Du wirst versagen. Oh, I feel so sad. Ich war so traurig. I raise a white flag to heaven. Ich habe zum Himmel eine weiße Flagge hochgemacht. So God, I surrender. Ich habe gesagt, Herr, ich gebe auf. I say, I've tried everything I can. Ich habe gesagt, Herr, ich habe alles versucht, was ich konnte. I will fail. Ich werde versagen. But I remember how you helped me. Aber ich werde mich daran erinnern, wie du mir geholfen hast. I say, God, ich sage, Gott, if I just pass, just pass. Herr, wenn ich nur bestehen kann, it's all to your glory. Dann ist es nur zu deiner Ehre. Yeah? I surrender all. Ich habe es einfach alles Gott übergeben. I closed the book, I went back to sleep. Ich habe das Buch zugemacht und habe geschlafen. Ich konnte nicht mehr studieren. So the next day I wake up not 12 o'clock, 4 o'clock. Also ich bin nicht mehr um 12 Uhr aufgewacht, sondern um 4 Uhr. Still got 2-3 hours. Hatte immer noch 2-3 Stunden. I do my devotion, I pray. Ich habe meine Andacht gemacht, habe gebetet. After finish, I study, left 2 hours. Hatte dann noch 2 Stunden fürs Studium. I say, God, I surrender all. Ich habe gesagt, Herr, ich werde alles dir übergeben. That morning, an diesem Morgen, God did a miracle in my life. Hat Gott ein Wunder in meinem Leben when getan. I surrender everything to God, als ich alles ihm übergeben habe. I almost can feel God put a key in my brain. Dann konnte ich fast fühlen, als ob Gott einen Schlüssel in mein Gehirn getan hat. When I read, als ich es gelesen habe, suddenly all the past 2 weeks, all the word that I was looking from dictionary start to flow into my brain. Die ganzen Worte, die ich mir vorher mal so mühsam gesucht habe, die fingen an in meinem connecting them. Die kamen jetzt in meinem Gehirn immer schneller an. Ich konnte die Verbindung sehen. I said, hey. You know what I'm reading now. Ich habe angefangen zu verstehen, was ich gelesen habe. Everything started to make sense. Es hat angefangen, Sinn zu machen. Wow, I was so excited, man. Ich war so begeistert. From that morning, I realized study is so enjoying. Ab dem Moment habe ich an diesem Morgen zum ersten Mal verstanden, dass in the past I don't even know, right? How can I enjoy? Dass Studieren auch Freude machen kann. Das war mir vorher gar nicht bewusst. So happy. Ich war so froh. You don't take me 3-4 hours to read anatomy and physiology anymore. Ich brauche nicht mehr 3-4 Stunden für Anatomie und Physiologie. Very fast I finish. Ich konnte viel schneller durchgehen. Wow, I was so excited. Ich war so begeistert. The whole quarter of over. Das ganze Quartal war vorbei. I kind of know I will pass, you know? You didn't know. I kind of know I will pass. Ah, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich werde wahrscheinlich bestehen. And then summer came. Der Sommer kam. The first winter I passed. Den ersten Winter habe ich bestanden. No, if you've been to Malaysia, there's no winter. Also, wenn ihr in Malaysia gewesen seid, da gibt es keinen Winter. Ja, huh? Yeah, there's no winter. And I can never imagine how the fridge, the whole world become freezer, you know? Ich konnte mir nie vorstellen, wie die ganze Welt zu einem Kühlschrank wird, zu einem Gefrierschrank. Because we only see ice in the fridge, in the freezer. Wir sehen das Eis sonst nur im Gefrierschrank. Oftentimes, I keep asking my friend, you mean the ground will become ice? Und ich habe meine Leute oft gefragt, wirklich, meint ihr wirklich, der Boden wird dann richtig so Eis? Ja. Cannot imagine, man. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. So when winter came. Als der Winter kam. It was so terrible. Das war so schrecklich. The sun wake up so late. Die Sonne ist so spät aufgewacht. And the sun went back so early. Und ist so früh zurückgegangen. The day is so short. Der Tag war so kurz. It was a winter break. Das war Winterpause. Every student went home, only left few students like me had to work for our scholarship. Die meisten sind nach Hause, der Studenten, nur wenige sind zurückgeblieben, die arbeiten mussten. They sent me to chop wood. Und die haben uns dann gesandt, dass wir Holz fällen. We gotta go to the wood and chop wood, you know? Dass wir da Holz fällen und Holz spalten. Very cold. Sehr kalt. And I'm poor, you know, I don't have jacket, I don't have coat. Also ich war auch arm, ich hatte keine Jacke und so. I gotta wear like 7-8 shirt to cover myself. Ich musste 7-8 T-Shirts übereinander anziehen. Chop wood, yeah. Und habe Holz gehackt. Gefällt. Anyway. Naja. After the winter break was almost finishing, the students are coming back for als die Winterpause fast vorbei war, kamen die Studenten zurück fürs neue Quartal. Remember, I was in my room. Ich war in meinem Raum. I was resting and my friend, it's a Korean, Alex came in. He said, David, und the result is out. Ein Freund kam, ein Koreaner, der kam zu mir und sagte, hey, die Resultate sind da.
Oh, see, Alex, I'm just past unhappy. Und ich habe gesagt, hey, Alex, wenn ich nur bestanden habe, dann bin ich fröhlich. She said, no, I saw your result. Und er sagte, nein, ich habe dein Resultat gesehen. I said, how come you see my result? Wie kann das sein, dass du mein Resultat gesehen hast? See, normally in the college they don't show you the people's result, only your result, you know? Denn normalerweise haben sie dort die Resultate sehr vertraulich behandelt. Oh, accident, I saw your result. Ah, er gesagt, zufällig habe ich es gesehen, zufällig. He said, you have all A's. Er gesagt, du hast überall eine Eins. I said, all A's? Überall eine Eins. So the next morning I went. Nächsten Morgen bin ich dorthin gegangen. I was as excited as you. No, I think I'm more excited than you that time. Ich war begeisterter als ja. I took the result. Ich habe das Resultat gesehen. Also ich brauchte 91% um eine 1 zu haben oder mehr. Anatomy and physiology. Anatomie und Physiologie. A. 1. My massage. Massage. Theory and practical. Theorie A. Und Praxis 1. My Daniel. Daniel. A. 1. My work education. Arbeit. A. 1. I say, if I'm all A's, everyone should get A's. Yeah? Ich habe gedacht, also wenn ich nur Einsen habe, dann hat ja jeder eine Eins hier, oder? My class had 50 students. 50 Studenten waren in meiner Klasse. In that class. Later I found out there was only 4 persons have all A's. Ich habe später herausgefunden, es gab nur 4 Personen, die alle Einsen hatten. I walked to my room. I say, Lord, this is too much. Ich bin in meinen Raum zurückgegangen und habe gesagt, Herr, das ist zu viel. I knew down before God. Ich habe mich vor Gott niedergekniet. It was just too much. I don't know where to read. Es war zu viel für mich. Ich wusste gar nicht, was ich lesen soll. Can you just talk to me? Ich habe gesagt, Herr, kannst du nur zu mir reden? So I just opened the Bible. I said, say something. Ich habe die Bibel einfach geöffnet und gesagt, Herr, sag was. And my eye fell upon this verse that God talked to me that morning. Und mein Auge fiel auf diesen einen Vers, mit dem Gott zu mir gesprochen hat. And I just opened to 1 Corinthians chapter 1, verse 26 onward. Und zwar zu 1. Korinther 1, ab Vers 26. And God talked to me. Gott hat zu mir gesprochen. 1 Corinthians chapter 1, verse 26. 1. Korinther 1, ab Vers 26. For you see your calling, brethren. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. How then not many wise men after the flesh, not many mighty men, not many noble men are called. Da nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme berufen sind. But God hath chosen the foolish thing of this world to confound the wise. Sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. And God hath chosen the weak things of this world to confound the things which are mighty. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden. And base things of this world. Und das Unedle der Welt. Things which are despised. Und das Verachtete hat Gott erwählt. God chosen. Hat Gott erwählt. Oh, so God, yeah, me. Ich habe gesagt, ja, genau, Herr, das bin ich. I was despised, I was useless, I was nothing. Ich war verachtet, ich war nutzlos, ich war nichts. Vers 29 sagt, so that no flesh, damit sich vor ihm should glory in God's presence. Kein Fleisch rühme. I say, God, thank you so much. Ich habe gesagt, Herr, ich danke dir so sehr. I say, I'm useless. Ich dachte, ich bin nutzlos. You choose me. Du hast mich gebraucht. Du hast mich erwählt. It's not that God don't want to choose smart people. Yeah? Also nicht, dass Gott nicht auch kluge Leute gebrauchen möchte. I know Germans, they're all smart people. Ich weiß, die Deutschen sind alle ganz klug. It's not that God don't choose smart people. Also es ist nicht, dass Gott die Klugen nicht erwählt. The thing is, when you're too smart, you don't think that you can. God, I mean, it's too wasteful to. Ja. Serve God, you know? Aber es kann vielleicht sein, dass wenn ich denke, dass ich zu klug bin, dass es eine Verschwendung ist, Gott zu dienen. Yeah? So, not many mighty men, not many noble men, not many wise men will be called by God. Nicht viele Mächtige, nicht viele Weise, nicht viele Edle werden von Gott gerufen. It's not that God don't call them because they think they're too high to be called. Aber nicht, dass Gott sie nicht ruft, sondern sie denken, dass sie zu hoch sind, als dass sie gerufen werden brauchen. That's why when Jesus was in this earth, he called the fishermen. Das ist, warum Jesus auf dieser Welt Fischer berufen hat. But there's just one Paul, a very smart man. Aber es gab einen Paulus, einen sehr klugen Mann, willing to use by God. Der bereit war, sich von Gott gebrauchen zu lassen. That one Paul is equivalent to the 12 disciples, man. Aber der eine Paulus war gleich viel wert wie alle 12 Apostel. Can you imagine if all the Germans, könnt ihr euch vorstellen, wenn alle Deutschen sich Gott übergeben würden, die ganze Welt würde brennen. Also, für Gott. I just explained burn for God, you know. Yeah. Not burn. Yeah. So, I say, God, I'm useless. Ich habe gesagt, Gott, ich bin nutzlos. But you're willing to use me.
aber du bist bereit, mich zu gebrauchen. I'm thankful. Ich bin so dankbar. You know, I never dream in my life. Ich habe niemals in meinem Leben geträumt, by giving my life to God, dass ich dadurch, dass ich mein Leben Gott gebe, on my youthful day, in meiner Jugend, a stupid, useless day, als dummer, nutzloser Junge, I put myself in the hands of God. Ich habe mich in die Hände Gottes gegeben. I never dream. Ich habe niemals geträumt, that I finish my college life, dass ich ein College abschließen werde. I never dream. Ich habe das niemals mir geträumt. That God will bring me to so many countries to share His love. Dass ich in so viele Länder reisen kann, um seine Liebe anderen zu geben, zu teilen. I never dream my life. Ich habe niemals in meinem Leben geträumt. That God will bring me back to my own country. Dass Gott mich in mein eigenes Land zurückbringt. And begin zero to build a institution. Dass ich bei null anfange und eine große Institution aufziehen werde. I said, God, who am I? Ich habe gesagt, Herr, wer bin ich? 30 years ago, vor 30 Jahren, you will see me, wenn ihr mich gesehen hättet, you will say, this is a hopeless child. Hättet ihr gesagt, das ist ein hoffnungsloses Kind. But the Bible say, aber die Bibel sagt, therefore, if any man be in Christ, wenn jemand in Christus ist, he is a new creature. Ist er eine neue Schöpfung. All things are passed away. Das Alte ist dahin. Behold, everything has become new. Siehe, alles ist neu geworden. Isn't Amen. A wonderful thing. Ist das nicht wunderbar? Jesus, say, come to me. Jesus sagt, komm zu mir. I will give you abundant life. Ich werde euch ein Leben im Überfluss geben. More than you can imagine. Ein Life mehr, als du dir vorstellen kannst. I guarantee you. Ich garantiere dir. Satan, cannot offer a better job. Satan kann nichts Besseres dir anbieten. Satan, can only deceive us. Satan kann uns nur verführen. God is honest and faithful. Gott ist ehrlich und treu. Whatever he say, was immer er sagt, he have his job. Dann have his, he have his job and say, I will get it done. Ja, er dann sagt, es ist meine Aufgabe und ich werde dafür sorgen, dass es getan wird. God never fail. Gott versagt nicht. Amen. Brother and sister, liebe Geschwister, have you experienced God? Hast du Gott erlebt? When was the last time? Wann war das letzte Mal? That you feel God talk to you. Dass du erlebt hast, dass Gott zu When dir was the last time your prayer had been answered? Wann war das letzte Mal, dass dein Gebet beantwortet worden ist? When is the last time that you were comforted? Wann war das letzte Mal, dass du getröstet worden bist? A Christian life without experience with God is an empty life. Ein christliches Leben ohne Gott zu erleben ist ein leeres Leben. God wants us to experience Him every day. Gott möchte, dass wir ihn jeden Tag erleben. God enjoys us. Gott freut sich an uns. And He wants us to enjoy Him. Und er möchte, dass auch wir Freude haben. It is a wonderful thing to walk with God. Es ist wirklich eine schöne, eine wunderbare Sache, mit Gott zu gehen. To walk with a God that is secure, mit einem Gott zu gehen, der einem Sicherheit gibt, never fail, der einem nicht im Stich lässt, dependable, auf den man sich verlassen kann, faithful, der treu ist, honest, ehrlich, sincere, wirklich aufrichtig. Where in the world you can find? Wo kann man sowas in der Welt finden? This is the greatest blessing ever given to man. Das ist der größte Segen, der jemals der Menschheit gegeben Where ist. Where man can walk with God. Wenn Menschen mit Gott gehen können. What a privilege. Was für ein Vorrecht. How many of us want to walk with God? Wie viele von uns möchten mit Gott gerne gehen? And enjoy His presence. Und sich freuen an seiner Gegenwart. How many of us want to depend on him. Wie viele von uns möchten sich auf ihn verlassen? And cry upon him. Und zu ihm schreien. And pour upon your sorrow upon. Und unsere Sorgen und unsere Nöte ihm mitteilen. If you want to walk again closely with God. Wenn du erneut mit Gott ganz eng gehen möchtest, dann möchte ich dich einladen aufzustehen. And tell God. Ich möchte dich und Lord, Gott sagen, sometime I walk with you, sometime I don't. Und du kannst vielleicht sagen, Herr, ich bin mit dir schon gegangen, vielleicht auch dann wieder nicht. Teach me how to walk with you daily. Bitte lehre mich täglich mit dir zu gehen. That I may enjoy heavenly joy. Dass ich himmlische Freude mit dir erleben kann. Let's pray. Lass uns beten. Our Father in heaven. Lieber Vater im Himmel.
We are so thankful that you have offered yourself so openly. Wir sind so dankbar, dass du dich so offen uns gezeigt hast. And you have no reserve. You just give us all. Du gibst uns wirklich alles. Thank you so much. Danke so sehr. We can cry upon you in all time. Wir können zu jeder Zeit zu dir schreien. And you will give us a more abundant life. Und du wirst uns ein Leben geben, das besser ist, das im Überfluss ist. Thank you so much for making yourself so real to us. Danke, dass du wirklich real für uns bist. Help us, Lord. Hilf uns, Herr, to see you. Dass wir dich sehen können. In Jesus' name we pray. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen.